Jojojo, grüß euch. Oh, verdammt. Das war ein holpriger Start. Joshua hat sein Mikrofon noch irgendwo anders. Ah. Da ist es. Hallo. So schnell verlernt man das Stream, ne? Jo, grüßt euch alle. Alles für alle. Madrigal, Zadi. Wow. Wurzelbehandlung. Heute auch auf allen Sprachen begrüßt. Fantastisch. Der Schweinelord. Das sind alle Sprachen, die es gibt? 3? 4? Naja, wir haben auf jeden Fall Latein, wir haben Englisch. Ich glaube, damit sind schon zwei, eine ehemalige, eine aktuelle Weltsprache abgedeckt. Grüezi. Grüezi, ja. Mit Schweizerdeutsch ist dann die letzte Weltsprache abgedeckt. Eurozentrismus oder so in Richtung kann man uns nicht vorwerfen. Hallo. Ja, guck mal. Mit Babysprache aus allen Entwicklungsstadien der Menschen. We are the world. We are the world. We are the children. Ist nicht wie People? Ja, weiß nicht. Ich dachte jetzt, Children passt besser. Stimmt. Ja. Ist ein gutes Lied, finde ich. Auf jeden Fall. Weltmusik hat mich immer abgeholt. Ja. So. Michael so. Jackson bin ich eh. Gute Musik. Ja, was geht? Wir haben mal wieder eine Podcast-Folge-Besprechung. Und ich glaube, heute gibt es auch ein bisschen mehr zu besprechen. Wie fandst du es? Wie fandet ihr es? Wie fandet ihr diese letzte Übertage-Folge, unsere letzte Gastfolge ja auch, zum demokratischen Konföderalismus? Schreibt es gerne schon mal rein. Wir haben ja tatsächlich einige positive Rückmeldungen doch erhalten. Ich habe jetzt nicht mehr nachgeschaut, wie es noch gelaufen ist von den Aufrufzahlen her, aber recht positive Rückmeldungen. Aber ich war sehr beschäftigt, weil wir sind ja auch beide wieder am Umziehen. Ich zuerst und dann Joshua und deswegen auch ein bisschen durch den Wind. Ja. Aber wir streamen natürlich trotzdem, nichts kann uns aufhalten. Ja. Auf jeden Fall. Ich bin gerade auch noch in einem Visa-Verfahren drin. Hab ich vergessen, wie viel Spaß Bürokratie macht. Yay. Auf jeden Fall eine, finde ich, nochmal persönlich recht spannende Folge. Mhm. Ist ja, glaube ich, auch mit sowas, was man nicht so intensiv dann vorbereitet. Häufig dann einfach nochmal eine andere Erfahrung, sich da so reinzubegeben. Mehr so ein, ja, wirklich so ein nicht vorbereitetes Gespräch, wo man auch selber dann manchmal so Punkte hat, wo man irgendwie denkt, doch spannend, aber natürlich auch, und ich glaube, das hat man auch im Gespräch gemerkt, die Momente des auch Kritikübens, Inhalt nochmal drüber nachdenken, finde ich das jetzt eigentlich so richtig. Und es war ja auch so ein bisschen was, wie wir in dieses Gespräch reingehen wollten, ne? Demokratischer Konföderalismus, da hatten wir auch am Anfang drüber nachgedacht, was ist es, was wir jetzt eigentlich da noch groß beitragen können, weil es ein Thema ist, was natürlich über Rojava, über generell kurdische Bewegungen sehr, sehr stark verhandelt wird. Mhm. Und es ist ja eigentlich so, dass wir ab einem bestimmten Zeitpunkt auch gesagt haben, zumindest jetzt, eigentlich seit letztem Jahr, und dieses Jahr natürlich nochmal verstärkt, dann, wenn wir jetzt irgendein Thema behandeln, dann wollen wir nicht einfach nur so einen Filler mehr haben, sondern dann wollen wir irgendwie ja was Neues daran besprechen. Mhm. Und was uns ja auch aufgefallen ist, ist, dass es einmal eigentlich drei Sachen recht wenig da gibt. Das ist einmal so eine sehr grundlegende, primäre Einführung eigentlich in dieses ganze Denkmodell. Es gibt sehr viel, wie wird demokratischer Konföderalismus in Rojava angewandt, und dann natürlich auch sehr, einfach ein sehr unkritischer, sehr positiver Bezug darauf. Mhm. Ne? Es gibt ja auch viel Idealisierung davon. Das andere ist, dass es recht wenig auch Streitgespräche darüber gibt, was man vielleicht auch an diesem Modell kritisieren könnte, auch an seiner Umsetzung. Und das letzte ist natürlich der Punkt, der leider jetzt auch sehr kurz geraten ist in der Folge, und das ist demokratischer Konföderalismus eigentlich nur auf die kurdischen Verhältnisse anzuwenden oder vielleicht noch ein rein nahöstliches Phänomen, oder ist das was auch abseits von Solidaritätsarbeit hier im Westen
für Leute ein interessantes politisches Konzept sein kann. Mhm. Und ja, das ist ja eigentlich so, wie wir an die Folge rangegangen sind. Und ich würde sagen, in manchen Aspekten, wie ich es gerade schon so ein bisschen angeteasert habe, ist es gut gelungen, in anderen nicht so. Mhm. Also ich war während des Gesprächs auf jeden Fall so vom Gefühl her deutlich kritischer auf die Folge, als wie ich dann im Nachhören war. Also das ist auch immer ganz interessant, wie sich das manchmal dann auch so verändert vom Gefühl her von so einer Folge, wenn wir die aufnehmen. Manchmal ist man kritischer bei der Aufnahme, als man dann am Ende ist. Und manchmal ist es andersrum, dass man denkt, okay, wow, das war richtig gut. Und dann denkt man sich, wenn man es nochmal hört oder im Schnitt sitzt, ja, okay, war jetzt halt gut, aber doch nicht so gut, wie ich erst dachte. Mhm. Und das war so eine Folge, die für mich tatsächlich nochmal besser geworden ist im Schnitt. Und das hat auch, glaube ich, unterschiedliche Windows-Töne. Das hat unterschiedliche Gründe. Und insgesamt fand ich es dann doch eine interessante Folge, ein interessantes Gespräch, auch wenn es nicht ganz den Grundcharakter, finde ich, auch getroffen hat, wie wir es eigentlich wollten. Weil wir wollten eigentlich eine Einführungsfolge in das Thema machen, in den demokratischen Konformismus, in die Theorie eigentlich, und das dann halt diskutieren und besprechen. Und es ist dann doch halt eher eine Folge geworden, die sich schon primär dann um Rojava gedreht hat und um Abdullah Öcalan. Ja, also ich glaube, es war ja jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, wir wollen einfach eine reine Einführungsfolge. Nee, so. Klar, das war natürlich ein Aspekt davon, aber was wir ja auch sehr stark am Anfang gemacht hatten, wir wollen eigentlich diesen Bezug auf das Hier. So. Mhm. Wie wäre das hier anzuwenden? Und wie gesagt, das ist auch sehr kurz geraten. Und was halt natürlich stimmt an diesem Einführungsaspekt von diesem ganzen Konzept, dass dann doch der Part zu eben der Entstehungsgeschichte des ganzen Ideengebäudes sehr, sehr lang geraten war und dann eben auch ja doch schon sehr vergleichsweise weit ausgeholt wurde mit auch Entstehungsgeschichte der kurdischen Bewegung, haben wir ja, glaube ich, lange besprochen, wie eigentlich es so zu diesen besonderen Umständen darum kam und dann natürlich auch sehr viel Individualgeschichte rund um Öcalan. Ja. Aber es waren dann trotzdem auch im Verlauf einige sehr, sehr interessante Gedankengänge drin. Und das ist auch, finde ich, wenn das war immer so, mein Bezug zur kurdischen Bewegung, dass ich war immer so ein bisschen hin und her gerissen. Weil auf der einen Seite ist es halt total faszinierend, weil es so viele spannende kulturelle und so von der ganzen Dynamik der Entschlossenheit zum Kampf und alles halt gibt und dass das einen einfach auch ein Stück weit mitreißt und auch interessante Blickwinkel, und das hat man, denke ich, auch in dieser Folge dann im Verlauf halt gemerkt, dass es da einige interessante Blickwinkel gab, die dann auch manchmal aus unserem vielleicht so ein bisschen rausbrechen auch oder das nochmal so erweitern. Aber auf der anderen Seite finde ich schon, dass das Ganze, das hat man auch, finde ich, in der Folge gemerkt, sehr durchzogen ist von auch ja zum Beispiel halt als Beispiel eben so einem Führerkult und so Aspekten, die, wo ich wirklich in einer eigentlich sehr starken Opposition mich dazu sehe und wo ich dann immer merke, okay, da komme ich halt nicht mehr mit und das sehe ich halt sehr kritisch. Und da geht es mir auch, finde ich, auch heute ein bisschen darum, das nochmal zu besprechen. Weil das Problem bei so einer Gastaufnahme ist ja auch immer, ne, alles vor allem, das ist zwar reingeschrieben, wir haben ja auch schon so ein paar Nachfragen gestellt, vielleicht auch manches kritisiert oder angesprochen, aber es ist während einer Podcastaufnahme mit einem Gast ja immer sehr, sehr schwierig, da wirklich so Sachen auch vielleicht nochmal grundsätzlicher zu hinterfragen. Ne, weil wenn man jetzt zum Beispiel den Führerkult von zu Abdullah Öcalan halt so grundlegend hinterfragt in so einer Folge, dann bricht das ja das ganze Gespräch. Also was willst du da halt machen? Das geht ja nicht. Ne? Und ja, und deswegen finde ich, das ist mir auch heute auf jeden Fall nochmal wichtig, da auch über so ein paar Sachen mit euch zu sprechen.
weil ja, ich denke, ist sehr wichtig, eine sehr wichtige Aufgabe für uns als so anarcho-kommunistischer Podcast ist auch diese Unterschiede zum demokratischen Konföderalismus dann halt auch auszumachen und zu besprechen, weil wir ja so oft diese Frage bekommen, ja, demokratischer Konföderalismus, Rätekommunismus, Anarcho-Kommunismus, das ist doch alles irgendwie das Gleiche, alles so der gleiche Kampf und das unterscheidet sich doch eh kaum. Und es gibt auch häufiger mal Leute, die jetzt vielleicht jünger sind, nicht so in den Thema, in den Themen so stark drin sind, die dann auch so zum Beispiel Rätekommunismus, ich bin Rätekommunist, Anarcho-Kommunist und Apoist oder so, das halt als einen Satz nennen. Uiuiui. Ray, stabil. Sehr schön. Und deswegen glaube ich, das so ein bisschen noch zu entwirren und zu besprechen, ist glaube ich dann gerade jetzt auch angebracht. Ja, vor allem, weil du hast natürlich auch nochmal einen Punkt damit aufgemacht mit jungen Leuten, die sich dann auch obwohl sie jetzt nicht aus der kurdischen Bewegung kommen, aus der kurdischen Diaspora, dann auf Abdullah Öcalan, auf die Ideen des demokratischen Konföderalismus beziehen. Es gibt ja auch sehr viele Leute, die gerade auch aus unseren Reihen sich den Ideen hingezogen fühlen und teilweise dann auch in der kurdischen Bewegung aufgehen. Richtig, ja. Mhm. Und da würde ich dann auch sagen, muss man sich das nochmal genau anschauen, wo dann vielleicht auch die Widersprüche sind, wo wir sagen, hier ist vielleicht auch ein Punkt, wo wir auseinandergehen. Weil ich glaube auch, dass es einfach sehr viele Leute aus unseren Reihen gibt, die sich der kurdischen Bewegung zugezogen fühlen. Nicht, weil sie vielleicht sagen, an dem und dem Punkt gehe ich jetzt inhaltlich vom Anarchismus weg, sondern ich mache vielleicht Eingeständnisse, dass ich an den Punkten sage, vielleicht passt das nicht ganz mit dem, was ich eigentlich tatsächlich denke, oder das sind vielleicht Aspekte, die ich kritisch sehe, aber ich lasse mich jetzt von den Ideen überzeugen und mache das vor allem auch, weil ich so viel anderes in dieser Bewegung mitnehmen kann. Es ist jetzt gar nicht, dass das ein bewusster Gedankenprozess sein muss, sondern ich glaube, dass wirklich viele Leute auch dahin gehen und einfach den miserablen Zustand der anarchistischen Bewegung sehen. Und dagegen natürlich dann dieses Beispiel haben einer kurdischen Bewegung, die tief verankert in der Community ist, die starke kulturelle Praxen hat, die natürlich auch eine tatsächlich greifbare Utopie erkämpft und die gleichzeitig noch diesen großen und wirklich auch tiefgreifenden Mythos von sich selber hat, der, wie wir ja auch gesehen haben, Jahrtausende zurückreicht. Bis zu der Entstehung der ersten Staaten, wo man eigentlich schon den Startpunkt der eigenen Bewegung ausmacht. Denn natürlich auch die Jahrzehnte ab den 60ern dann diese nochmals gesondert explizit heroische Geschichte hat. Und ich glaube, das ist was, wo man sich sehr, sehr einfach, wenn man schon bestimmten Ideen wie Anarchismus, Rätekommunismus zugewandt ist, sich dann auch sehr schnell einfach drin verlieren kann. Ja. Und auch einfach, es ist eine Bewegung, die eine konkrete Gesellschaftsutopie und einen konkreten Gesellschaftsplan halt gerade probiert zu verwirklichen. Es ist halt kein reines theoretisches Konstrukt, sondern man kann halt eben immer konkret darauf verweisen, dass es etwas wirklich gibt, von dem halt viele, viele Menschen Teil sind und wo man halt auch die Macht in einem Gebiet halt hat und halt seine Ideen halt umsetzen kann. Das ist natürlich logischerweise. Das machen ja sogar wir. Wir als Anarchisten. Was sagen die Leute? Ja, klar. Wenn man sie fragt, wie könnte denn eine anarchistische Gesellschaft aussehen? Sagen wir auch. Ja, aktuell, da haben wir hier irgendwie diesen netten Kollektivbetrieb, der vegane Seife aus Abfällen herstellt, hat montags von 17 bis 18 Uhr offen und freitags manchmal auch noch 2 Stunden und Rojava und Chiapas. Aber die FAU, die gibt's auch noch, Leute. Ist auch spannend. Ja. Ja, ich meine, und es ist ja auch nicht falsch, also es ist ja auch okay, darauf zu verweisen und dass es halt gerade im Kontext dieser Konflikte in dem Gebiet, in diesem krassen Gegensatz zum Islamischen Staat, mit dem ja dann auch heroischen Sieg der kurdischen Bewegung über den IS,
der weltweit ja gefeiert wurde. Ja, das ist natürlich auch dann ein Gegensatz, der auch richtig ist, von unserer Seite aus aufzumachen und halt auch mit einem Teilerfolg des Anarchismus, der darin ja mitgespielt hat. So, sowohl halt in der Beteiligung von internationalen Brigaden als auch an der starken theoretischen, ja, dass es halt davon auch theoretisch beeinflusst ist. Aber vielleicht mal als so eine Startthese. Ich meine, ja, es war ja schon jetzt die Frage, worin unterscheidet sich der demokratische Konföderalismus vom Anarchismus oder jetzt vom Anarchokommunismus? Und ich habe mir jetzt nochmal so Gedanken danach darüber gemacht, auch ein bisschen darüber so diskutiert mit anderen Genossen und so. Und ich wollte mal dich fragen, Joshua, wie du das so siehst in der Nachsicht. Ich habe das so ein bisschen so jetzt mal für mich geordnet und die Folge hat für mich das auch nochmal geholfen. Und zwar habe ich jetzt den demokratischen Konföderalismus wahrgenommen, dass er vom Anarchismus eigentlich primär die ethische Vorstellung genommen hat und also die ethische Vorstellung des Anarchismus, so diese Weltsicht, ne? Also diese Welterzählung und dieses so, ja, den neuen Menschen schaffen, was halt im historischen Anarchismus eigentlich sehr, sehr stark war, was aber jetzt halt nicht mehr die allergrößte Rolle eigentlich in der Bewegung halt erfährt. Aber früher war das ja so ein großes Ding. Und das hat, finde ich, der demokratische Konföderalismus sehr stark vom Anarchismus übernommen und vielleicht nochmal sogar ins Extreme gesteigert, weil er das ja so, auch wie das der Freund in der Folge erzählt hat, ja eigentlich auch so an die erste Stelle gestellt hat, von diesem, wie verändern wir denn die Gesellschaft, ja über so ein ethisches Hinarbeiten darauf eigentlich in der Gesellschaft und weniger über jetzt konkrete Eingriffe. Das hat er finde ich, sehr stark vom Anarchismus übernommen. Aber er hat sich eigentlich von der materialistischen Grundlage des Anarchismus, finde ich, vom historischen Anarchismus eigentlich eher entfernt und auch vom Marxismus in der Hinsicht, wo er jetzt die politische Bewegung daraus stammt, also ne, die PKK war ja eine maoistische Kaderpartei. Hat sich halt sehr stark davon entfernt vom Materialismus und hat halt in dieser konkreten Umsetzung eigentlich eher so eine Form von, auch von diesen Sachzwängen her, so eine Form von radikalem sozialdemokratischen Ansatz jetzt irgendwie gewählt. Und dann kommt halt noch als so ein drittes Element, kommt noch so diese maoistischen Restelemente halt, weil halt ja so eine starke Betonung auf diese Kaderpartei halt weiterhin gibt, die jetzt halt nur, ja, die halt noch von der reinen Struktur her jetzt nicht gar nichts mehr damit zu tun hat, mit halt hierarchischen Modellen oder so, aber die halt sehr stark von dieser anarchistischen Ethik halt geprägt ist, was natürlich dann auch eine Wirkung auf jetzt die Strukturen und auf die Leute, die da wirken und so weiter hat. Und so habe ich das jetzt halt auch aus der Folge wahrgenommen, dass es eigentlich so eine Mischung aus all dem jetzt so geworden ist und ja, jetzt nichts Neues, wie es der Öcalan dann ja auch selber gesagt hat, sondern halt eher so eine Verbindung aus diesen Elementen. Ja, also ich, vielleicht erstmal dazu. Ich glaube, eigentlich fast jedes Gedankengebäude ist in irgendeiner Art und Weise eine, also sagen wir mal, jede Theorie, die sich einen neuen Namen gibt, ist in irgendeiner Art und Weise eine Mischung aus verschiedenen vorangegangenen Klar. Ideengebäuden, außer sie verbleibt eben absolut in der Orthodoxie, indem sie sich da verschreibt und macht nur vielleicht nochmal minimale Änderungen dann. Und zu dem ersten Punkt mit dem neuen Menschen. Ich glaube, dass das auf jeden Fall stimmt. Das ist ja auch was, was wir in der Folge selber gemerkt haben, dass eben dieser Ethik in der revolutionären Gesellschaft sehr, sehr viel Wert Ja. beigemessen wird. Das war ja auch immer so ein bisschen die Erwiderung, die darauf kam, wenn wir kritisiert haben, aber so wie das sich jetzt anhört, wird es nicht notwendigerweise wieder zu Machtakkumulation kommen, zu Kapitalakkumulation und wird nicht diese Marktwirtschaft vor Ort in weiten Teilen fortbestehen. Und da wurde ja dann immer darauf verwiesen, ja, aber man glaubt, dass eben dieser ethische Charakter Ja. des kurdischen Volkes, beziehungsweise dann natürlich auch den ganzen anderen Völkern, die da vor Ort so leben,
dass dieser gemeinsame demokratisch-konföderalistische Volkscharakter es irgendwie schafft, über seine Ethik langsam den Übergang zu mehr Gemeineigentum und mehr gemeinsamer Produktion zu wagen. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt was ist, was man da absolut herausstellen kann, weil jede in irgendeiner Art und Weise revolutionäre Ideologie oder Idee hat als Anteil eben die Schaffung des neuen Menschen. Das ist ganz egal, ob wir uns den Anarchismus angucken, ob wir uns den Marxismus, Leninismus sowjetischer Prägung anschauen, ob wir uns den deutschen Nationalsozialismus anschauen. Selbst wenn wir uns Restaurationsbewegungen wie den Kemalismus in der Türkei anschauen oder auch den schiitischen Islamismus im Iran. Jede revolutionäre Idee hat auch immer die Idee der Schaffung. Wir brauchen jetzt eine Erneuerung des Menschen XY, der die Welt zu Sonne und zum Licht führt. Das ist immer Teil von revolutionären Strömungen. Das ist da auch absolut so enthalten. Und vielleicht, was man da auch nochmal sagen muss, warum das so einen starken Charakter, glaube ich, hat, ist auch, weil man natürlich mit so vielen Dogmen der kurdischen Gesellschaft bricht. Also gerade die Befreiung der Frau ist ja an einer zentralen Stelle. Und ich meine, wenn man sich die kurdischen Gebiete anschaut, in der Türkei ist eigentlich der Unterschied nochmal besonders eklatant. Das sind einfach die konservativsten und am meisten noch von halbfeudalen Strukturen geprägten Gebiete in der ganzen Türkei. Hm. Ich weiß jetzt nicht, ob man das im gleichen Maße irgendwie von Syrien sagen kann, dass das da auch deutlich konservativer als der Rest ist oder im Irak. Aber da ist es ja besonders stark und ich glaube, deswegen ist es nicht verwunderlich, dass man da dann gerade eben auch aus so einer sozialistischen Tradition nochmal besonders stark das betonen wollte von, wir brauchen jetzt den neuen kurdischen Menschen. Oder generell natürlich auch den neuen östlichen Menschen, weil man hat sich ja dann auch wegbewegt von diesem rein nationalen Befreiungsbewegungscharakter. Und ich glaube, vielleicht ein Aspekt noch zu dem zweiten Punkt mit dieser ganzen Wandlung eben, wie dann so demokratischer Konföderalismus aus der eigenen Geschichte entstanden ist. Was man, glaube ich, auch dazu denken muss, was wir auch da nicht angesprochen haben, ist natürlich auch einfach die Wandlung von den Ansprüchen an die Organisationen, die sich dem demokratischen Konföderalismus verschreiben. Weil wenn man sich das anschaut, wie dann eben gestartet wurde als marxistisch-leninistisch-maoistische Kaderpartei, das war ja auch angebunden an die ganzen anderen nationalen Befreiungskämpfe der Zeit, die eben dann auch über linke bewaffnete Gruppen, die Terroranschläge verüben, gemacht wurde. Und man muss sich das ja auch mal vor Augen führen, das ist wirklich eine der wenigen absolut erfolgreichen nationalen Befreiungsbewegungen aus dieser Zeit der 60er, 70er Jahre, die tatsächlich ein eigenständig, bis heute eigenständig regiertes Gebiet erkämpft haben. Und ich glaube, davon ausgehend hat sich natürlich auch nochmal die Organisationsstruktur und die Ansprüche daran gewandelt, weil man weg ist eben von militanter, bewaffneter Partei, die Terroranschläge verübt, aber gleichzeitig eben natürlich auch Kampf gegen Sicherheitsorgane vor Ort führt, hin zu einer Organisation, die die Regierung in einem bestimmten Gebiet stellt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch nochmal ein Aspekt, der natürlich in der Folge jetzt nicht komplett mit reingenommen wurde. Vielleicht erstmal so viel dazu. Ja. Vielleicht gehen wir jetzt noch mal kurz auf ein paar Fragen ein, bevor wir das dann weiter vertiefen, weil es ist ja auch, ihr merkt es ja auch vielleicht, das ist ja bei uns auch Klärung, ne? Also wir sind halt auch da in einem ständigen Klärungsprozess und für uns hat die Folge ja auch nochmal eine Stärkung zu dieser Klärung beigetragen für uns selbst und ich finde es auch spannend, mit dir das zu diskutieren, welche Erkenntnisse wir daraus gesammelt haben, weil wir auch noch nicht die Zeit dazu hatten, das wirklich zu machen. Vielleicht noch mal kurz zu der Frage, wie wir Demokratie definieren von dir. Imagine, schön, dass du das erste Mal dabei bist. Also natürlich gibt es unterschiedliche Formen von Demokratien. So viel kann man erstmal vorweg sagen. Ich meine, es gibt halt parlamentarische Demokratien, wie jetzt, wo wir in Deutschland leben. Es gibt so direkt demokratische Demokratien wie jetzt zum Beispiel in der Schweiz und es gibt basisdemokratische
Demokratien, was man jetzt dann vielleicht sowas wie Rojava nennen könnte, also wenn man das so grob einordnen möchte. Und ja, die Unterschiede sind halt jetzt in einer parlamentarischen Demokratie, werden dann einfach Politiker gewählt, die dann über einen bestimmten Zeitraum halt entsprechend die Dinge im Land bestimmen, wo jetzt halt das Volk keinen Einfluss darauf hat, was dort passiert. In einer direktdemokratischen Demokratie gibt es halt einfach über bestimmte Entscheidungen, die können halt zur Wahl gestellt werden, sodass sie definiert werden von Volk in einzelnen Aspekten, in Mehrheitsentscheidungen. Und ein basisdemokratisches Modell ist jetzt halt nah an anarchistischen Vorstellungen dran. Da gibt es auch immer ein bisschen Streit halt innerhalb der anarchistischen Bewegung. Benutzt man jetzt den Demokratiebegriff, benutzt man ihn nicht. Aber wenn man das jetzt halt einfach mal so platt sagen will, dann ist halt der demokratische Konföderalismus halt basisdemokratisches Modell, weil er halt weil er halt als Ziel ja hat, über so Rätestrukturen, über Verwaltungsstrukturen, in denen es keine Funktionäre gibt, sondern die Menschen halt selbst ihre Anliegen halt bestimmen in diesen Rätestrukturen. Und das ist halt, kommt danach an dem anarchistischen Modell halt eben ran. So kann man es vielleicht halt im ganz Groben einmal definieren, als Unterschiede und Verständnisse. Und wenn wir hier von Demokratie reden, dann reden wir ja logischerweise halt vor allen Dingen jetzt erstmal von dem demokratischen Konföderalismus, weil das halt unser Thema ist heute. Ja, im Gegensatz das mit außer den weißen Völkern, das verstehe ich gerade nicht genau, worauf du dich da beziehst. Das kannst du ja vielleicht noch mal genauer sagen. Ja, und Negativland, du hast dich noch darauf bezogen, wie es jetzt mit, weil ich ja gesagt habe, dass sie sich eben von dieser klassischen nationalen Befreiungsbewegung wegentwickelt hat. Das würde ich aber nicht genauso fassen, sondern was ich ja gesagt habe, ist, dass sie eigentlich Erfolg hatten mit dem, was sich nationale Befreiungsbewegungen gewünscht haben. Natürlich haben sie jetzt nicht, wie man ja auch immer so schön dann sagt, ihren eigenen Staat bekommen. Also einen absolut unabhängigen. Es gibt natürlich noch von anderen kurdischen Nationalbewegungen. Im Nordirak gibt es ja beispielsweise einen eigentlich de facto, könnte man fast sagen, unabhängigen Staat. Nach Rechtsprechung natürlich nicht. Das ist ja ein autonomes Gebiet vom Irak. Und warte mal, wo war ich gerade? Ach ja, genau, mit der Befreiungsbewegung. Also, was ich damit auch meinte, ist, dass sie aus dieser klassischen Zeit der Befreiungsbewegung herauskam. Und sie haben ja auch mit den unterschiedlichen nationalistischen, sozialistischen Befreiungsbewegungen kooperiert. Also, sei es jetzt mit den diversen palästinensischen linken Organisationen, sei es mit der armenischen Untergrundarmee etc. pp. Da hat man ja mit diesen ganzen unterschiedlichen Organisationen kooperiert. Und ich bin mir jetzt gerade gar nicht mehr sicher, wie es dann auch noch um so Sachen wie ETA oder irische Republikaner stand. Und da geht es eben darum, dass es in dieser Zeit mit dieser Zielrichtung entstanden ist und sich auch in den Methoden diesen Organisationen sehr stark geähnelt hat. Und du hast natürlich recht, das, was jetzt eben kurdisch als Identität bedeutet, das hat sich, das kann man vielleicht, was du natürlich jetzt aus einer spanischen Perspektive dann da mit reinbringst, das kann man natürlich da dann auch vergleichen mit Basken sein im Baskenland. Das stimmt natürlich, die haben das auch eigentlich sehr weit dann erweitert drauf, wenn man die Sprache spricht, wenn man kulturell da eine Verbindung zu hat, weswegen dann auch die ganzen, wie heißen die nochmal, Saharawis, die dann aus Westsahara rübergekommen sind von der örtlichen Befreiungsbewegung, um da zu studieren und so, dann auch als Basken gelten. Und genauso schaut es da ja auch aus, wobei man das noch darum ergänzen muss, dass natürlich jetzt der demokratische Konföderalismus auch explizit nicht kurdische Völker, die nicht kurdisch sprechen, die sich nicht als kurdisch identifizieren, mit reinnehmen möchte, wie Assyrer. Es gab ja sogar Turkmenen, die sich da angeschlossen haben, Araber vor Ort, die dann alle eigentlich mit reingenommen wurden. Natürlich auch nochmal mit einem besonderen Fokus auf die diversen verfolgten Ethnien und religiösen Gruppen im Nahen Osten. Ja, und der Schweinelord, ich finde schon, dass man das so sagen kann, dass Basisdemokratie innerhalb des Anarchismus als Mittel der kollektiven Entscheidungsfindung. Also das finde ich ja, das ist auch vielleicht nochmal ganz gut, dass du das sagst, dass
dass halt Basisdemokratie nicht eins zu eins einfach Anarchismus ist. Da gibt es ja auch manchmal so Leute, die das halt sagen, dass es dann halt eher genau beschreibt letztendlich, wie die kollektive Entscheidungsfindung grob abläuft als allgemeine Richtung, Basisdemokratie als Begriff, aber dass das jetzt nicht den gesamten Anarchismus als Weltanschauung und wie so eine Gesellschaft dann aussehen würde, halt fasst. Deswegen finde ich das eigentlich eine richtige Definition. Vielleicht, was ich noch ergänzen würde zu dieser ganzen Sache, ich gerade angesprochen habe, nationale Befreiungsbewegung, was ich da noch wichtig finde als einen kleinen Unterpunkt, ist, so sehr natürlich dieses Konzept sich intern in den Strukturen gewandelt hat und auch wie es nach außen kommuniziert wird, gerade gegenüber auch anderen linken Gruppen, ist es natürlich so, dass für ganz, ganz viele Kurden auf der Welt der Bezug auch auf die Strukturen, die sich zum demokratischen Konföderalismus bekennen, auch immer noch darüber funktionieren, dass sie es als ihren Befreiungskampf, als primär ihren Befreiungskampf sehen. Mhm. Und darüber sich natürlich auch, wird es dann immer schwierig, weil natürlich gesagt wird, das ist kein Staat, kann man dann auch viel drüber diskutieren, über diesen Staatsbegriff, aber sich dann auch darüber versprechen, sagen wir mal, eine nationale Repräsentation auf der Weltkarte zu finden. Ja, wenn Peter Decker vieles hören würde, würde er wahrscheinlich aus der Fassung geraten, aber so ist das eben. Tempus, auch schön, dass du das du bist auf jeden Fall dabei, schön. Das mit, was du jetzt geschrieben hast, mit der großen und globalen Industrie, das war ja so einer unserer Hauptpunkte, die wir jetzt in der Folge selbst kritisiert haben, dass wir eben gesagt haben oder besprochen haben mit dem Genossen, ja, dass halt eben entsprechend halt da Eigentumsrechte halt weiter anerkannt werden, ja, und dann halt ja eher so ethisch darauf halt hingearbeitet wird, dass sich das dann langsam verschiebt und vergesellschaftet wird. Und was halt unser Hauptpunkt ja eigentlich war, innerhalb der Folge, was halt jetzt, ich würde sagen, nicht so einfach zu besprechen war und ja nicht so ganz gelungen ist, das dann halt tiefer zu thematisieren, ist immer unsere Frage ja gewesen, sieht denn der demokratische Konföderalismus überhaupt vor, Enteignungen vorzunehmen, oder hat er dann wirklich als Konzeption das gar nicht inbegriffen? Weil, und das ist mein Eindruck gewesen von der Folge und von der Beschäftigung über diese Folge damit, weil ich jetzt ja auch davon ausgehe, dass der Genosse dort entsprechend das halt vermittelt, wie das halt auch aufgestellt ist, ja, dass sich da der demokratische Konföderalismus einfach tatsächlich vom Sozialismus entfernt hat. Um das mal ganz klar und deutlich zu sagen. Und da muss man eine ganz, ganz klare und deutliche Trennlinie auch zum demokratischen Konföderalismus machen, weil es ist ja verständlich und in Ordnung, das haben wir auch gesagt, dass halt vielleicht jetzt im Kontext der konkreten Situation in Rojava, dass da jetzt halt nicht irgendwie aufs Ganze gegangen wird und halt da einige dieser Familienclans und so halt unangetastet gelassen werden, die halt dann weiter ihre Großgrundbesitzer halt da spielen können, kann man ja noch irgendwo herleiten und verstehen. Aber wenn man halt als Grundkonzeption von seiner Weltanschauung halt das Konzept der Enteignung der Kapitalistenklasse rausnimmt und halt für jetzt, sag ich mal, so einen Staat wie Deutschland einfach so sagt, ja, das wird sich halt schon ethisch dann halt durchsetzen, wenn die revolutionäre Bewegung halt dann da irgendwie stark ist und so weiter. Das ist für mich halt lachhaft. Also das muss ich halt ganz klar so sagen. Und das, wenn das ernsthaft das Konzept ist, dann ist es einfach unbrauchbar. Also wirklich völlig unbrauchbar für den Sozialismus. Und dann erlebe ich halt sozusagen den demokratischen Konföderalismus im Jetzt halt dann eher als eine interessante Ergänzung von so einem linken Milieu. Weil jetzt als Beispiel, es gibt ja jetzt immer mehr solcher demokratisch-konföderalistischer Gruppen. Das ist ja erst was auch so in den letzten 1, 2, 3, 4, 5 Jahren so richtig aufgekommen ist. Du meinst Deutschland? In Deutschland, ja. Und die machen dann halt zum Beispiel ganz interessante so Konzepte, wo die dann halt jetzt gerade so irgendwelche Vernetzungstreffen, aber so Gesamtlinke machen, wo dann halt alle möglichen Strömungen von Leninisten bis Anarchisten bis halt irgendwelche Szene Linke halt zusammenkommen und sich dann so vorstellen und man dann halt einfach sich trifft und zusammen diskutiert und so weiter. Das finde ich ja auch spannend und interessant und ist eine coole neue Ergänzung und so. Aber ich sehe halt jetzt nicht,
was jetzt, also aktuell sehe ich es einfach nicht. Ich lasse mich auch immer vom Gegenteil überzeugen, ne? Aber ich sehe halt nicht, was jetzt der demokratische Konföderalismus als Konzept für Deutschland als Beispiel oder für außerhalb Kurdistan gerade bringt, wenn ich halt den Anarchokommunismus habe. Weil er keine Antworten gerade bieten kann, wenn man halt das Konzept in Eignung halt streicht. Ja, ich glaube schon, dass gerade in den Staaten des globalen Südens es absolut so ist, dass demokratischer Konföderalismus da auf diversen Ebenen angewandt werden könnte und vielleicht auch Gesellschaften hervorbringen könnte, die dann eben sich der sozialistischen Wirtschaftsweise öffnen. Und ich glaube, gerade für diese diversen Staaten des globalen Südens, die jetzt nicht eine so immens gefestigte Staatlichkeit mit klar definiertem Staatsvolk haben, was sich sehr stark dann eben mit der Regierung identifiziert, sondern auch viel Probleme mit internen ethnischen und religiösen Konflikten hat und dabei dann auch viel Unterdrückung von eben kleineren Gruppen produziert, dass das, wenn die Leute dann eben nach Rojava gucken, eigentlich sehr interessant sein könnte, um viele von diesen Problematiken zu überwinden. Und das ist ja auch, wenn man sich das ein bisschen anschaut, das sagen die Leute ja auch selber, es ist eigentlich auch trotz alledem eine Idee, die aus guten Gründen im Nahen Osten gewachsen ist. Natürlich nochmal besonders in der Türkei, aber auch darüber hinaus. Wenn man sich das anschaut, eigentlich in Rojava genau das dann einlöst, was man sich eigentlich auch davon verspricht. Und ich glaube, es gibt auch gute Gründe, was du ja angesprochen hast, mit dass dann alle linken Strömungen und so in diesen neu gegründeten Gruppen oder Tagungen, die zu bestimmten Themen des demokratischen Konföderalismus dann gemacht werden, da zusammengefunden werden. Es ist auch einfach so ein bisschen so, dass, glaube ich, der demokratische Konföderalismus gerade und die diversen kurdischen Organisationen im Nahen Osten einfach auch so ein bisschen everybody's darling sind. Und es gibt halt es gibt ja einen guten Grund, warum es aus allen politischen Lagern, abgesehen jetzt vielleicht mal von Rechtsradikalen, Freiwillige gibt, die da hingehen und kämpfen. Und es gibt auch einen guten Grund, warum es in der Linken aus allen Strömungen Leute gibt, die irgendwas am kurdischen Kampf und am demokratischen Konföderalismus toll finden können. Genauso wie aus den ganz normalen, nicht-revolutionären Teilen dieser Gesellschaft. Von Linksliberalen, Grünen zu liberalen und sogar leicht konservativen Leuten, die ein Problem mit Islamismus haben. Es gibt diverse Aspekte. Natürlich ist es auch so, keine Frage. Es gibt ja auch starke, gerade an den türkischen Staat angebundene Kräfte und auch Konservative und Rechte in Deutschland, die weiterhin eben ganz klar antikurdischen Kurs fahren und sich weiterhin für die Kriminalisierung der Organisation einsetzen. Und es ist ja auch bekannt, dass es, sagen wir mal, rechtlich auch sehr schwierig sein kann, wenn man alleine schon irgendwelche Symboliken auf irgendwelchen Social-Media-Plattformen zeigt oder so, die mit bestimmten Organisationen zusammenhängen. Aber es ist nun mal so, dass es gute Gründe gibt, warum diese Strömung bei so vielen Leuten aus so unterschiedlichen Lagern so beliebt sein kann. Und ich glaube, das liegt auch in bestimmten Punkten daran, dass sie bei manchen Sachen, und das ist, glaube ich, gerade in der Ökonomie, teilweise auch einfach ein klares Profil vermissen lässt. Ja, Tempus, also es ist auf jeden Fall, das sehen wir halt auf jeden Fall anders. Das haben wir auch schon häufiger besprochen, dass es wichtig ist, das Ganze klar zu benennen. Und also ich finde es sowohl innerhalb von der Linken wichtig, Unterschiede auszuarbeiten und Gemeinsamkeiten natürlich auch zwischen den verschiedenen Richtungen der Linken und auch natürlich des Anarchismus. Und ich finde es aber auch richtig, das halt nach außen zu benennen, welcher Idee man sich zugehörig fühlt und das aus unterschiedlichen Gründen. Weil das sind ja alles halt gewachsene Konzepte und gewachsene Strategien und Weltanschauungen und Tendenzen halt der Linken. Und das ist ja nicht ohne Grund so entstanden. Ich denke, nach innen hat es einmal den Effekt halt dass man halt dann darüber eine größere Klarheit gewinnen kann, wo man sich halt eben zugehörig fühlt, wo man sich halt eben sieht. Und da muss es nicht um Abgrenzung von anderen gehen, sondern es geht halt primär erstmal darum, ja,
sich da einzuordnen, wo man sich halt am ehesten von der Konzeption halt her sieht. Weil es macht ja einfach zum Beispiel jetzt nur als ein Beispiel einen sehr großen Unterschied, ob ich jetzt halt einen anarcho-kommunistischen Weg sinnvoll finde oder ob ich jetzt halt einen leninistischen Weg sinnvoll finde. Das sind ja sehr, sehr Konzepte, die schon in Teilen sehr weit auseinandergehen. Und das ist ja nicht irrelevant, diese Fragen, die da besprochen werden. Und nach außen hin macht es Sinn, weil es gibt keine gesellschaftliche Bewegung, die nicht einen Namen hat, die nicht einen Banner hat, unter dem sich vereinigt wird, unter dem die Veränderung erzeugt hat und so. Gesellschaftliche Veränderungen und Gesellschaft an sich funktioniert auch über Symbolik, funktioniert auch über Vermittlung über Begriffe und so weiter. Und wenn ich mir nur überlege, dieser Punkt, um nur ein konkretes Argument zu nennen, was das halt bewirken kann, Menschen einfach auf diesen Anarchismusbegriff zu bringen, von dem, was das halt eröffnet. Also ne, für mich selber, ich glaube für dich auch und für viele andere, war das halt einfach so eine große Erfüllung, diesen Begriff zu entdecken, weil das ist ja nicht einfach nur ein leerer Begriff, sondern es ist ja eine Tradition von über 100 Jahren Theorie, von Kämpfen, von Geschichten, von Erfahrungen, von Gefühlen, von allem, was halt darin so ja, vereinigt wird. Und das eröffnet sich halt in dem Moment, wo du auf den Begriff stößt und halt verstehst, was das ist. Und das bedeutet dann halt eben eine Identitätsschaffung, wie das Bold Anarchist macht, und halt etwas, was dich selber weiterbringen kann, weil du dann halt eben siehst, okay, es gibt noch andere Menschen, die so denken. Gab das schon vor 100 Jahren Menschen, die so denken wie ich. Okay, ich kann mich daran weiterentwickeln, weil und so weiter und so fort. Ne? Ja, man muss ja auch unter irgendeinem Begriff das eigene Denken zusammenfassen können. Ja. Also wenn man jetzt kein Anarcho-Kommunist ist, dann muss man irgendwas anderes sein. Ja. So, dann bist du Sozialist und dann fällt dir auf, warte mal, da fällt ja irgendwie eine ganze Menge irgendwie drunter. Ja. So. Und Tempus, das finde ich auch völlig irrelevant, ob wir jetzt halt gerade kurz vor der Revolution stehen oder es eine Person gibt, die diese Ideen denkt und benennt auf der Welt. Das ist völlig irrelevant, was das angeht, finde ich. Weil das ja, das, was ich gesagt habe, ist ja gleichgültig, egal welche Phase von gesellschaftlicher Entwicklung. Ja. Ja, absolut. Also. Ja. Ich wollte gerade ein Beispiel machen, wie nur weil ich Schokolade mag, heißt das jetzt nicht, dass man mir die Milka-Schokolade mit Tuckkeksen mitbringen muss. Gibt halt Überbegriffe und konkretere. Aber obwohl das eigentlich ein schlechtes Beispiel war. Ich mag die Milka-Schokolade mit Tuck. Das Beste aus süß und salzig. Okay, wir waren gerade auch beim Thema Namen, da kann man das jetzt mal aufgreifen von Nightmare auch, warum es demokratischer Konföderalismus heißt. Also ich bin tatsächlich jetzt gar nicht so bewandert da drin, wie die genaue Begriffsherleitung der ist. Ich meine, dass sich das auch an, wie heißt es denn nochmal, an diesem Begriff von Bookchin orientiert, Democratic Municipalism oder irgendwie so. Ja. Und ich glaube, ich würde jetzt einfach mal ins Blaue hinein raten, dass es da darum geht, eben ein föderales Prinzip zu haben, was aber demokratisch organisiert ist, weil man kann natürlich auch Sachen föderal organisieren, die dann aber intern autoritär regiert sind, in dem Sinne von so einem sehr losen Staatenbund beispielsweise. Das will eben diese beiden Sachen verbinden. Und es geht ja auch, wenn man sich dieses Konzept anschaut, ganz, ganz viel um die Selbstverwaltung diverser Identitätsgruppen. Hm. Also man könnte sogar sagen, dass es sehr gut anwendbar ist auf viele aktuelle linke Diskurse auch. Vielleicht auch wieder was natürlich für viele Leute hier sehr interessant ist, mit diesem starken Fokus auf Selbstverwaltung diverser Identitätsgruppen, mit einfach der starken Zunahme, gerade aus antirassistischen Kämpfen, aber auch aus den diversen feministischen Kämpfen, dass man einen viel stärkeren Fokus wieder auf identitären Zusammenhalt einer Gruppe legt. Und da macht natürlich das dann auch dieses Selbstverwaltungskonzept des demokratischen Konföderalismus, glaube ich, sehr gut anschlussfähig. Ja, Bold Anarchist, tatsächlich ist es so, dass es sehr
dass es sehr viel einer Räterepublik hat, aber einige der wirklich, oder würde ich sagen, das Zentrale eigentlich einer sozialistischen Räterepublik dann eben weglässt, nämlich die Organisierung in Räten innerhalb aller Betriebe. Ja. Und eben diese Selbstkontrolle oder die Selbstverwaltung der Arbeiter über die Produktion. Und ich glaube, das ist dann eben genau das, was da rausgenommen wird. Und sonst hat man, glaube ich, schon viele Elemente von rätedemokratischer Organisierung. Aber nicht nur. Aber das ist halt genau, was du sagst, nochmal tiefer gefasst. Der Unterschied ist ja auch, also ich habe das jetzt tatsächlich noch nicht so viel gehört, dass es dann halt anhand von konkreten Arbeitsfeldern halt Räte gibt. Also in sonstigen vergangenen Räterepubliken gab es halt immer dann auch anhand der Arbeitsfelder konkrete Räte, also die Fischerei, der Fischereirat oder der Rat der Schuhproduzenten oder was weiß ich, ja, das dann halt in diesen Arbeitsfeldern sich organisiert wurde. Das habe ich halt jetzt in der Form, wird es vielleicht punktuell auch in Rojava geben, aber ich habe das eher immer so als so allgemeine Verwaltung von der Gesellschaft halt bisher wahrgenommen und nicht konkret an diesen Arbeitsfeldern. Das macht, finde ich, schon auch nochmal einen sehr großen Unterschied aus. Ja, das stimmt. Weil auch allein schon von der Unabhängigkeit her, also wenn ich halt in jedem Arbeitsbereich, den halt die Gesellschaft auszeichnet, eine autonome Verwaltung und Organisierung in Rätestrukturen von diesen Arbeiter und Arbeiterinnen halt in ihren konkreten Arbeitsfeldern halt habe, dann geht dadurch halt eine enorme Selbstorganisierung und eine enorme Autonomie und Unabhängigkeit halt hinaus im Vergleich zu, wenn ich jetzt halt vielleicht für mein Dorf halt einen Rat habe, der das irgendwie verwaltet, wo ich auch partizipieren kann oder so. Ja, also vielleicht einmal, weil wir jetzt gerade das schöne Wort Demokratie so oft gesagt haben. Ich glaube, Tempus, also was ich mir auch manchmal jetzt angewöhnt habe, ist, wenn ich jetzt von, warum ich Anarchist bin, dann auch einfach die Leute auf Begriffe festpinne, die sie gut kennen. Weil es stimmt natürlich, man muss immer seine Sprache, man muss immer die, sagen wir mal, konnotierten Wörter, in der sich die Person, der man sich gegenüber sieht, bewegt, auch für die eigenen Begriffe wählen, um das einfach nahbarer, um das verständlicher zu machen. Es gibt gute Gründe, warum manche besonders stark vor Ort mythologisch aufgeladene Bewegungen erfolgreicher waren als welche, die sich nur dann beispielsweise im Nahen Osten in so westlichen Begriffen bewegt haben. Einfach was die Leute gut verstehen. Und ganz häufig sage ich jetzt auch, wenn ich irgendwie sage, ja, wenn man einfach so ein bisschen so vage, ach ja, Anarchokommunist, ja, interessant, dann erzähl mal irgendwie, was du so denkst. Und da kann man auch den Leuten dann sagen, im Endeffekt, im Gegensatz zu vielleicht auch den Ostblockstaaten, muss man sich das auch einfach wie einen freiheitlich-demokratischen Sozialismus vorstellen. Ja. Ist das nicht was du eigentlich gut findest, wenn du dich jetzt die ganze Zeit auf die Verfassung berufst? Ja, aber freiheitlich-demokratisch, ja, was heißt das denn für dich, freiheitlich und demokratisch? Und ich glaube, das ist auch was, man muss jetzt nicht immer bewusst, wenn man weiß, das Gegenüber springt, der Gegenüber springt auf bestimmte Begriffe an. Oder libertärer Sozialismus, auch ein gutes Beispiel, was man dann verwenden kann. Und man kann einfach gucken, in welchen Wörtern bewege ich mich, um das zu beschreiben. Weil manche von den Begriffen auch einfach nicht hundertprozentig klar definiert sind, wie sie verwendet werden. Und es sind ja auch teilweise traditionelle Sachen, die wir auch in der anarchistischen Bewegung immer verwendet haben. Libertärer Sozialismus beispielsweise. Ist eigentlich ganz lange auch eine der präferierten Bezeichnungen für die anarchistische Bewegung gewesen. Eigentlich bis in die 60er rein, bis rechte Libertäre aus den USA. Und das wird tatsächlich, ich glaube, das war sogar in einem Buch von Robert Nozick, hat er das explizit selber gesagt, dass sie lange dafür gekämpft haben, um den Libertären bis in die 60er, 70er Jahre rein diesen Begriff wegzunehmen und sich auch selber den Credit dafür gegeben hat. Also ich meine, dass es Nozick war, ich weiß jetzt nicht genau. Aber am Ende des Tages ist es doch trotzdem so. Also ich würde jetzt sagen, demokratischer Konfluentialismus ist nicht anschlussfähiger, weil kein Mensch kann sich darunter was vorstellen. Wenn du jetzt jemand sagst, ja, ich bin für demokratischen Konfluentialismus, dann sagen halt 99,9% der Leute, hä, was ist das denn um Himmels Willen? So, was ist das für eine komische Aneinanderkettung von Wörtern? Ziemliches Brett auch, dieser Begriff. Ja. Ne? Also es ist immer so. Es ist immer so bei so Begriffsdiskussionen,
das ist auch häufig dann so ein Problem, finde ich, innerhalb von so anarchistischen Kreisen, dass daran so viel festgemacht wird. Es geht viel mehr um andere Sachen, es geht viel mehr um die Vermittlung des Ganzen. Wie vertrete ich diese Ideen, die wir halt haben? Wie mache ich die halt auf? Wenn das halt anschlussfähig ist, wenn das halt verständlich ist, was ich da von mir gebe, dann kann ich auch mal an bestimmten Punkten auch den Anarchismusbegriff halt oder den, was weiß ich was, Sozialismusbegriff oder so mit reinnehmen, weil ich dann auf einer ganz anderen Grundlage das halt bespreche und diskutiere. Von daher, das sollte man halt nicht überhöhen. Vielleicht noch einen Gedanken, den ich ganz gerne zu Ende führen würde, den du auch schon so ein bisschen angefangen hast mit der Räterepublik und eben der Organisierung auch in den Betrieben. Mhm. Vielleicht kann man es auch tatsächlich so sehen, dass das, was der demokratische Konföderalismus eigentlich im Nahen Osten umsetzen möchte, eine radikal demokratische revolutionäre Bewegung ist, die aber eigentlich ähnlich, wie wir es auch aus den diversen kapitalistischen Nationalstaaten, gerade der westlichen parlamentarischen Prägung kennen, dass diese Demokratisierung eben nicht im ökonomischen Bereich vonstatten gehen soll. Mhm. Oder vielleicht es auch soll, aber erstmal es wirklich darum geht, diese radikal-demokratische Revolution in allen Bereichen außerhalb der ökonomischen umzusetzen. Aber das ist halt auch tatsächlich, deswegen kam ich vielleicht auch wieder so ein bisschen auf Sozialdemokratie, weil es halt in der konkreten Umsetzung von vielen dann halt, also weil für mich ist Sozialdemokratie auch oft einfach so ein Begriff von so zahmen, also so eine klassische, nicht jetzt das, was wir heute unter Sozialdemokratie verstehen, sondern dieses so, was es früher mal war, die revolutionäre Sozialdemokratie, also die halt wirklich dann halt so, ja dann trotzdem auch behutsamen Reformen das Ganze halt so Stück für Stück umsetzen wollte. Das und da, so, deswegen war ich dann wieder drauf gekommen, in der konkreten Umsetzung. Ohne dass das jetzt natürlich klassische Sozialdemokratie ist, weil es ist ja auch kein, also es gibt ja in dem Sinne kein richtiges Staatsgebilde da. Das ist ja halt anders. Ja, also was natürlich fehlt, ist eben die Idee, die der Sozialdemokratie die meiste Zeit ihrer Existenz inne gewohnt hat, eben agieren im Parlamentarismus, um mit langsamer Reform dann eben den Weg hin zum Sozialismus zu ebnen. Mhm. Das gibt es natürlich da nicht, sondern ist natürlich die Frage, kann man da jetzt von Sozialdemokratie sprechen, aber ich weiß auf jeden Fall, was du meinst. Aber kommen wir vielleicht dann auch noch mal zu dem, wie meinst du das Nightmare mit? Ich glaube, was es anders als Sozialdemokratie macht. Naja, die Sozialdemokratie strebt ja halt schon dann halt einfach die Übernahme des Staates über Wahlen an und darüber dann halt einfach eine Reformveränderung ganz klassisch über den Staat. So, das ist ja schon das, was die historische Sozialdemokratie auch wollte und gemacht hat. Und das ist ja jetzt in dem Fall nicht so der Fall. Ja, also keinen revolutionären Umsturz, ja, des Staates und die Errichtung einer sozialistischen Republik, sondern eben den Weg über die Reform, der dann eben aus dem Staat selber heraus den Weg zum Sozialismus ebnet. Weil das muss man ja auch sagen, das wird ja tatsächlich wegen der heutigen Sozialdemokratie immer abgesprochen. Ich glaube, bei der SPD stand es ja sogar auch noch irgendwie bis in die, nagel mich jetzt nicht fest, 60er, 70er Jahre, eigentlich im Parteiprogramm, dass man immer noch den Übergang zum Sozialismus anstrebt, meine ich. Also auf jeden Fall war es sehr lange selbst in unserer heutigen, eher bekannteren Form der Sozialdemokratie noch üblich, dass man den Weg, also sich selber eigentlich als auf dem Weg zum Sozialismus gesehen hat. Wie stark das jetzt noch in der ganzen Partei verankert ist, das verankert war, das ist wahrscheinlich wieder eine andere Frage. Ja, nein, das kann man, denke ich, sagen, dass es dann beides so ein langsamer transformativer Ansatz ist, der das halt so eben so ein überreformistischen Weg, aber auf anderen Ebenen versucht. Ja,
Ich glaube, der Unterschied, und das ist sehr wichtig, ist, natürlich, es gab auch sozialdemokratische Regierungen, aber was man ja wirklich sagen muss, ist, das, was wir in Rojava haben, ist ja schon eigentlich eine absolute Kontrolle über dieses Gebiet. Ja. Durch eben die, sag ich jetzt mal, Partei. Es ist natürlich so, dass das alles noch in einem dauerhaften Machtspiel ist. Das Verhältnis zu Assad, zum Assad-Regime, ist ja auch notorisch komplex und natürlich ist man von diversen unterschiedlichen staatlichen Playern umgeben und auch nichtstaatlichen Gruppen, die noch auf dem Gebiet operieren, und da muss man gar nicht reinkommen. Das kann man natürlich sagen, aber im Grunde genommen hat man in dem Gebiet deutlich mehr Rahmen von, wie man jetzt diese Gesellschaft gestaltet im Vergleich zu, sagen wir mal, einer sozialdemokratischen Koalitionsregierung in der frühen BRD. Ja, klar. So. Klar. Auch weil ja das Ganze dann nicht ansatzweise so eingehegt ist. Also klar ist die Region auch für so eine geostrategische Sicht, ich meine, alle spielen da halt in irgendeiner Form mit, aber offensichtlich ist Deutschland halt nochmal was anderes als jetzt den Fleckchen Erde, der jetzt gerade Rojava ausmacht. von der Bedeutung für die Welt. Ja. Kann man, glaube ich, so sagen. Dementsprechend kann man natürlich auch dann solche Versuche da etwas, also obwohl es halt so krasse Widerstände dagegen gibt und so krasse auch militärische Auseinandersetzungen, trotzdem nochmal wäre es ja was anderes, wenn man das jetzt halt so ein Experiment probiert, in Deutschland einmal so durchzuführen. Ja. Im Herzen Europas, ja, das stimmt. Aber gut, vielleicht dann nochmal zu dieser dritten Ebene mit diesem maoistischen Restelementen, was ich dann so benannt habe, weil ich finde, dass man das schon auch noch merkt. Also einerseits, und das finde ich halt dann sehr, sehr spannend, das auch nochmal zu besprechen, auch eine Kritik oder so dran zu üben, weil es gibt ja nach wie vor halt diese große Bedeutung von der Kaderpartei, die aber jetzt halt, wie ich das ja meinte, eben so eine anarchistische Ethik im Prinzip vertritt und die so vor sich herträgt und das. Und diese Erzählung, die es halt dann auch jetzt in unserem Podcast gab, die teile ich nicht und die halte ich halt für in relevanten Teilen für Propaganda einfach. Also diese Erzählung von unser großer Abdullah Öcalan ist der absolute Vorkämpfer für alles, was gut und rechtens und super ist für die Menschheit. Er war schon immer der Vorkämpfer der Frauen, er war immer der Vorkämpfer gegen die Hierarchien in der eigenen Partei, er war dies, das, jenes, schon immer. Und das ist für mich halt, das ist einfach etwas, da komme ich nicht mit, weil unabhängig von dieser Frage, ob es jetzt halt normal und auch richtig ist, dass es halt innerhalb von revolutionären Bewegungen, speziell wenn sie an Relevanz gewinnen, ja, dass es dann auch ideelle Führungsfiguren halt gibt. Das hat es auch im Anarchismus immer gegeben mit Durruti und was weiß ich. Das ist auch ganz normal, dass es dann auch manchmal Personen gibt, die da wirklich herausstechen, auf die mehr gehört wird, auch deren Theorien mehr gehört werden, die dann sogar punktuell auch mal in Bewegungen halt eine größere, auch faktische Rolle spielen. Das ist alles normal und gegeben. Da haben wir gar keinen Bruch mit. Aber ich wirklich verstehe es halt nicht, wenn ich halt auf das kurdische Frauenfest halt in Deutschland gehe und da halt von den in Paris da getöteten kurdischen Frauen die Porträts halt sehe. Und über allem ist halt nochmal Öcalan halt drüber. Wieso muss das halt sein? Wieso muss halt eine Person halt quasi zu einer religiösen, also der ist ja quasi eine religiöse Figur, die auch wenig bis gar nicht eigentlich kritisiert wird, sondern die eigentlich nur als so ein absolutes Leitbild für alles Gute und Richtige steht. Ja, die Frage, warum muss das sein? Also ich glaube, das ist dann auch einfach wirklich
dass man diesen messianischen Charakter davon auch anerkennen muss. Weil wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist es nun mal so, dass diese eine Person zuerst eben maßgeblich die Entstehung der nationalen Befreiungsbewegung mit marxistisch-leninistischem Charakter geprägt hat und dann aber auch diesen Turn eben einfach ausgemacht hat. Weil das ist ja die Sache. Und diese ganzen Dazudichtungen dann der Lebensgeschichte, das ist auch gar nicht mal so unüblich für eben die Heroisierung, die man dann in politischen Bewegungen immer wieder findet. Und es macht sich natürlich auch unfassbar gut, das dann so darstellen zu können von es ist nicht nur, dass die Stiftung daherkam und vielleicht müssen wir uns jetzt davon entfernen, sondern es kam auch die interne Kritik und die ganze Umwandlung aus dieser einen Person. Und ich glaube, das macht auch nochmal bei diesem Mythos um Öcalan dann eben nochmal einen besonders starken Effekt aus. Und ich glaube, das ist auch falsch gedacht mit diesem, was du jetzt auch gesagt hast. Man geht dann irgendwie dahin und man fragt sich, oh, muss das sein? Sonst ist alles irgendwie doch eigentlich irgendwie tutti frutti so. Aber ich glaube, aber du hast das tatsächlich genauso ausgedrückt, wie die Leute das immer machen. Und ich glaube, das ist einfach falsch, weil das ist integraler Bestandteil von dieser Bewegung und von dem eigenen Kult und dem eigenen Mythos, den man geschaffen hat. Und das kannst du nicht davon rausnehmen, das kannst du nicht wegdenken, weil auf diese Person einfach wirklich diese ganzen Ideen zentriert sind und früher auch also alles von der strategischen Leitung zentriert ist. Und deswegen wird es da auch einfach nicht so schnell, gerade noch in dieser Zeit des wirklich akuten Kampfes und der dauerhaften existenziellen Bedrohung dieser Bewegung, zu einer wirklichen Abrechnung in dem Sinne von, okay, jetzt gucken wir vielleicht mal und schauen uns wirklich, und es gibt ja, sagen wir mal, schon einige Punkte. Bei vielen Sachen weiß man jetzt auch nicht genau, wie ist dieses oder jenes genau abgelaufen, wie ist die ganze Geschichte mit Öcalans Frau gewesen, wie ist tatsächlich seine Haltung zu diversen, sagen wir mal jetzt, politischen Fragen in Bezug auf, alleine wenn man sich jetzt irgendwie die Wikipedia-Seite Öcalans anguckt, da gibt es irgendwie so eine ewige Liste an Anschuldigungen, die gegen ihn gemacht werden. Und auch wenn man sich türkische Medien und so anschaut, wie viel ist jetzt tatsächlich, was ist da der Funken Wahrheit, was ist komplett wahr, was ist Fabrikation von CIA und türkischem Geheimdienst, was ist Propaganda, was ist auch Eigenpropaganda der kurdischen Bewegung, die da drauf schaut. Aber nichtsdestotrotz wird es wahrscheinlich nicht so sein, dass Öcalan die einzige Person ist, die ohne Sünde auf diese Welt gekommen ist und ohne Sünde dann auch von ihr gehen wird. Und da wird sicherlich auch, wenn bei einigen Sachen auch, sagen wir mal, staatliche Lügen von irgendwelchen Geheimdiensten verbreitet werden, da werden auch an einigen Sachen sicherlich mein Punkt dabei gewesen sein, über die man eigentlich sprechen müsste. Ja, weil, also jetzt nur, um mal ein Beispiel herauszunehmen. Also du hast, vielleicht erstmal, du hast absolut recht. Du hast absolut recht, das kann man da nicht rausnehmen. Und das war auch erstmal meine Intention, das halt überhaupt erstmal auf den Tisch zu bringen, ja. Weil ich sehe es halt auch als unsere Aufgabe, und da geht es ja nicht um, und das ist halt gar nicht so einfach, in einer Bewegung, wo sowas so essentieller Teil von allem ist, sowas anzubringen, ohne dann halt, dass das missverstanden wird, als halt eine Generalabrechnung mit diesem Ansatz. Und deswegen ist es auch schwierig, in so einer Folge, wie wir sie gemacht haben, so eine grundsätzliche Kritik daran anzubringen, was wir dann ja auch nicht gemacht haben. Aber umso wichtiger finde ich es dann trotzdem als eine grundsätzliche Position, was wir selber halt dazu empfinden und denken, halt das auch darzustellen, ne? Und jetzt nur als ein Beispiel, dieser Punkt von, wo wir dann halt ja gesprochen haben, über die Entwicklung, ja, von halt dieser maoistischen Ausrichtung zu jetzt halt dieser demokratisch-konfederalistischen Ausrichtung, wo dann ja die Darstellung halt jetzt auch innerhalb unseres Podcasts war, dass Abdullah Öcalan schon immer der größte Vorkämpfer für eine Demokratisierung und gegen Hierarchien in der PKK war. Das ist halt eine Absurdität. Das ist einfach klar, dass es halt eine Erzählung und eine Lüge ist. Weil er war der Anführer für so lange Zeit
klar kann ich mir gut vorstellen, dass, wie das ja auch gesagt wurde, dass es halt eher gekämpft hat gegen, bestimmte andere Kader, die, dann halt irgendwie sich auf ihren Lorbeeren ausgeruht haben oder, diese Rolle halt missbraucht haben und so. Natürlich wird er das getan haben, weil das halt immer solche Prozesse in Kaderstrukturen oder auch in jeder politischen Struktur sind, dass man halt probiert, halt so eine Machtkonzentration, außer es ist jetzt explizit darauf angelegt, ja, einfach nur Privilegien anzuhäufen und sich darauf auszuruhen, dass man dagegen vorgeht, weil das natürlich die eigene Bewegung schwächt. Aber jetzt mir zu erzählen, so, dann hätte er ja gegen sich selbst kämpfen müssen, weil er war offensichtlich halt der Anführer des Ganzen und die Nummer 1, Number 1 in der, Hierarchie, so. Über die ganze Zeit. Und das hat er ja nicht geändert, sondern er hat sich ja darin eingerichtet, auch als Anführer dieser maoistischen Bewegung. Also ist es irgendwie so offensichtlich, oder? Und dann ist es ja, man kann das ja anerkennen, ich finde das auch total anerkennenswert, dann halt so, so einen Turn zu machen. Also dann halt, wenn ich so viele Jahrzehnte, ja, so Teil auch Anführer von so einer, maoistischen Gruppe war, das so verinnerlicht habe, dann auch anzuerkennen und, zu sehen, ja, wir haben auch Fehler begangen. Und das, der Weg, den wir gegangen sind, der führt halt nicht zum Sozialismus, wie wir ihn wollen und so weiter und so fort. Das ist ja mega anerkennenswert, das ist ja super. Aber halt, du kannst halt trotzdem dann das nicht halt so herleiten wie diese, wie so ein schöner Roman, so ein Mythos, wo halt alles davor schon immer eigentlich war das schon so intendiert. Also das, da müssen wir halt, da müssen wir dann halt eine ganz klare Kritik auch formulieren. Ja, man könnte ja vielleicht sogar auch sagen, dass, weiß ich nicht, ob das jetzt anachronistisch ist, das sozusagen, aber dass auch die strafrechtliche Verfolgung von ihm selber mit einem Anreiz natürlich dafür gibt, dass weg von eben der Fokussierung auf einen, eine zentrale politische Führungsperson hinzumachen, um so eine Struktur auch überlebensfähiger zu machen. Wenn eben nicht nur der ideologische Vordenker, sondern auch der tatsächliche politische Führer jetzt einfach von dem rechtlichen Konzept von dieser Partei mit der tatsächlichen Machtposition ins Gefängnis kommt. Das ist natürlich eine Demokratisierung, führt auch dafür, dass man nicht mehr so einfach die Führungsriege einfach ins Gefängnis stecken kann und nichts mehr danach wächst, weil es so stark darauf fokussiert ist. Und vielleicht ist das ja sogar auch ein Hinweis, der einen dann auch dahin führen kann, dass man mal generell darüber spricht, was für einen großen Nachteil auch so eine absolute, ja, Heiligsprechung einer einzelnen Person haben kann. Weil ich glaube auch, dass man hier sagen kann, dass so eine Bewegung wie die kurdische Bewegung auch in einen Teufelskreis gerät, wenn man eine Person so zentral darstellt. Und auch gerade dann eben, wie ich meinte, mit einer dauerhaften existenziellen Bedrohung dieser Bewegung auch gar nicht in diese Situation kommen kann, um eben diese Person einer radikalen Kritik zu unterziehen. Weil man dauerhaft eben dem Versuch dann ausgesetzt ist, von außen natürlich, wenn eine Bewegung so stark auf die Ideen und auf die politische Führung einer Person zugespitzt ist, diese Person mit allen möglichen Mitteln zu diskreditieren. Sei es durch die Fabrikation von Lügen, sei es aber auch durch die Aufdeckung tatsächlicher Sünden dieser Person. Wie gesagt, die es sicherlich gibt, weil kein Mensch frei von Sünde ist. Und gerade eine Person, die in einer sehr hohen Machtposition ist, der, ne, will ich jetzt gar nichts irgendwie Explizites sagen, aber ist ja klar, dass da auch Sachen immer passieren. Sei es alleine Machtkämpfe innerhalb einer Partei. Also die Liquidierung auch, von Minderheitenpositionen, genau, die es ja in der PKK gegeben hat, wo Leute einfach verschwunden sind. Genau, ja? wo sich dann einfach schon die Hände dann dort schmutzig gemacht werden. Und das ist halt die Sache. Dadurch ist man dann auch in dieser dauerhaften Verteidigungsposition. Und da hat man dann die, also egal was für Werkzeuge man dann anwendet, sei es eine Relativierung davon, das war absolut notwendig, sei es einfach eine reine Leugnung davon, das sind alles Lügen der Geheimdienste, sei es was auch für immer ein Werkzeug, was man darauf anwendet, um damit umzugehen. Am Ende des Tages führt es dazu, dass man immer stärker sich reinsteigern muss, diese Person aufs Absolute zu verteidigen und diese Heiligkeit dieser Person hochzuhalten, um
interne Kohärenz zu wahren, die Loyalität der Leute zu erhalten, den Glauben nicht zu erschüttern und dadurch natürlich auch die Konkurrenzfähigkeit nach außen gegenüber den ganzen Angriffen zu wahren. Und das ist eben das Problem, wenn so eine Bewegung sich so darauf zuschneidet, weil es notwendig, insofern sie existenziell von außen bedroht ist, zu diesem Teufelskreis kommt. Und das sehen wir auch tatsächlich an den Aktivitäten zum Beispiel der kurdischen Bewegung in Deutschland, die auch von ihren, was sie halt tun, oftmals sehr stark auf die Person Abdullah Öcalan ja fokussiert ist. Also sehr viele faktische Aktivitäten einfach, wo, ich meine, das ist ja auch ein wichtiger Kampf. So der Typ ist halt, wir haben es jetzt auch in dem Podcast gehört, ich wusste das gar nicht, dass er jetzt halt, ist dann nicht mal mehr ein Lebenszeichen von dem seit, was weiß ich. Es ist ja schon seit etlichen, seit 10 Jahren oder so. Naja, klar. Mhm. Aber die kurdische Bewegung hat ja viele Gefangene und viele, viele unfassbare Schicksale von vielen Kämpfenden. Und da, ich glaube schon, dass auch dann die dann mehr in Vergessenheit geraten, weil es halt dann einfach ja so ganz viele Aktivitäten nur rund um diese Person gibt. Und das ja auch, das ist auch eine Kritik, die wir halt auch haben an der kurdischen Bewegung in Deutschland dann, was wir in unseren Erlebnissen dann halt oft hatten, dass sie halt auf der einen Seite sehr stark fokussiert sind auf das, was in Rojava passiert, ja, und auf der anderen Seite halt sich sehr stark dann einfach um Abdullah Öcalan drehen, aber sich sehr, sehr wenig um die sozialen Realitäten hier gekümmert wird und um die Kämpfe hier, die relevant sind für die eigene Community. Und das bedeutet halt, dass man halt hier in Deutschland eigentlich ein Kulturverein ist, der auch coole Sachen macht, der dieses Lebensgefühl und diese kurdische Identität, und das ist ja auch alles wichtig, ne, aufrechterhält und lebt. Aber die sozialen Fragen der Kurden in Deutschland werden dann halt echt so wie gar nicht behandelt, so gefühlt. Und das ist, denke ich, eine total fatal politisch. Und zum Glück gibt es mittlerweile auch eine immer mehr gewachsene Zusammenarbeit mit einer deutschen radikalen Linken, wodurch dann halt punktuell halt auch Kurden an Kämpfen, die hier für die deutsche Linke sind, relevant sind, teilnehmen. Das finde ich auch richtig und gut. Aber ja, da denke ich, wird das auch nochmal deutlich, was für Fallstricke das dann auch strategischer Natur für so eine ganze politische Bewegung mit sich bringt. Ja. Da haben wir uns jetzt bisschen ordentlich dann verausgabt, ne? Mit den Wörtern. Ja, was auf der anderen Seite, was man ja auch nochmal besprechen kann, ist so diese Erzählung, die da aufgebaut wird, von dem, so dieser geschichtlichen Erzählung von den hier beiden Flüssen und dieser ganzen Thematik rund um, ja, dass es halt immer schon so einen demokratischen und so einen, ja, nicht demokratischen Fluss halt in der Menschheitsgeschichte gegeben hat. Und da haben wir auch schon in der Folge so ein bisschen gesagt, dass wir es auf der einen Seite, und das haben wir auch immer wieder getan, dass wir darüber gesprochen haben, wie wichtig wir das finden, dass es so eine Erzählung auch für eine politische Bewegung gibt. Und daran fehlt es halt auch oftmals dem Anarchismus, dass man seine eigenen Ideen wirklich so einwebt in eine Kontinuität von Befreiungskämpfen und dem Ganzen dann halt auch so eine Tradition, so eine Kultur gibt, so eine Lebendigkeit gibt. Und das ist auf der einen Seite dann etwas, was ihnen darüber sehr gut gelingt, über diese so eine Schaffung von so einer, wenn man so will, so eine Mischung aus Erzählung und so einer eigenen Wissenschaft halt. Oder Pseudowissenschaft, je nachdem, wie man das jetzt auslegt. Ja. Ja, muss man ja gleichzeitig dann auch dazu sagen. Es sind halt auch einfach dann halt wirklich wilde Sachen dabei, wo man halt einfach, denke ich, sehr gut dann auch herleiten kann, dass es halt nicht stimmt, was gesagt wird. Ja, aber wir machen das ja auch. Also wir sagen ja auch zum Beispiel, was wir auch mit Übertage gemacht haben, mit den deutschen Bauernkriegen oder so, wo wir dann jetzt halt so ein Motiv rausbringen, eine Folge dazu gemacht haben und dann halt sagen, ja, das ist halt im Prinzip so die deutsche Kontinuität, wo wir uns halt drin sehen, in dem Widerstand, der dort mit Münzer und so weiter, das ist vielleicht nicht eins zu eins, die Leute haben natürlich nicht eins zu eins unsere Ideen vertreten, da gab es den Anarchismus noch lange nicht und das ist alles,
Aber das ist so eine Kontinuität, in die man sich stellt. Das finde ich auch gut und richtig. Sind ja auch keine apokalyptischen christlichen Fundamentalisten, ne? Nee. Wie Münzer, obwohl er trotzdem in vielen anderen Punkten recht hatte. Ja. Welt ist nicht untergegangen, aber. Münzer hatte recht. Ja, auf jeden Fall deutlich mehr recht als Luther. Ja. Das kann man so festhalten. Ja. Da haben wir wieder die beiden Flüsse. Genau. Auch in Deutschland. Rhein und Ruhr. ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist auch, was ich ja, glaube ich, in vielen Folgen immer wieder angemerkt habe, dass diese große Erzählung mir total wichtig ist. Und das ist auch tatsächlich was mir selber sehr, sehr viel gegeben hat, als ich angefangen hatte, mich so ein bisschen mit demokratischem Konföderalismus zu beschäftigen. Und ich muss sagen, viele, viele Aspekte, die von vielen Linken immer hochgehalten werden dazu, muss ich auch sagen, die finde ich jetzt gar nicht irgendwie so herausragend daran. Aber gerade diese ganz besondere Verbindung und dieses Kleiden von einer aus dem Sozialismus hervorgegangenen neuen, ich nenne es jetzt mal einfach radikal-demokratischen, aber auch irgendwo linken Idee in einen ganz besonderen lokalen mythologischen Charakter ist da einfach fantastisch gelungen. Dieser ganze Mythos rund um die kurdische Bewegung ist einfach aus einer reinen auch ästhetisch-politischen Betrachtung unfassbar gelungen. Natürlich auch organisch. Es ist jetzt nicht, dass man am Reißbrett vorgeplant hat, ja, so muss das laufen. Und dann haben wir hier noch die Redemption-Arc von dem maoistischen Kaderführer Öcalan, der dann auf einmal der kluge Vordenker während seiner Gefangenschaft noch wirkt und das Ruder noch mal rumreißt. Und jetzt geht es in Richtung freiheitlichem Sozialismus. Genau. Das wäre auch noch mal was, vielleicht Bolt Anarchist Öcalan, der Anime. Aber das ist halt was unfassbar faszinierend ist, was, wenn man da drauf schaut. Und das ist halt was gerade hier in Deutschland einfach komplett mangelt. Und um noch mal auf den Anfang dann zurückzugreifen, was ich auch glaube, was so zentral darin ist, warum so viele Leute sich da hingezogen fühlen, abgesehen von natürlich einer real existierenden Utopie dieser politischen Bewegung, hier einfach einem starken Community-Leben, einer gelebten Radikalität, einem sehr ausgeweiteten, aber zusammenhängenden Theoriefundus, wo man einfach weiß, ich kann jetzt mich in diese ganzen Bücher, die ja natürlich alle Öcalan geschrieben hat, dann durchlesen und dann habe ich auch eine gute Vorstellung von dem, was dieses ganze Ideengebäude mit der Geschichte und so ist. Aber es ist auch diese unfassbar große Erzählung, das muss man sich ja vorstellen, wenn wir uns das anschauen. Einfach diese Jahrtausende, in der diese Geschichte gedacht wird, das hat ja biblische Ausmaße. Also wirklich im wahrsten Sinne des Wortes biblische. Man geht noch vor die Entstehung der Bibel zurück. Da wo, ich weiß gar nicht, in der Bibel wird das natürlich auch alles aufgegriffen mit der Entstehung dieser ersten großen Städte und der ersten Stadtstaaten. Und da setzt das ja auch an und sagt, genau da beginnt eigentlich auch unsere Geschichte. Und ich glaube, das ist was man sich wirklich hier abschneiden, wo man sich hier wirklich ordentlich was von abschneiden kann, wenn man eine eigene Bewegung denkt. Und das ist es ja. Du hast es angesprochen, mit den deutschen Bauernkriegen. Aber mit so viel mehr müsste man das eigentlich machen. Und das ist erstrebenswert, Bold Anarchist, ja. weil halt das Ganze, jetzt. Der Anarchismus hat wirklich ein echt großes Problem. Wir reden so oft darüber, ist ja eine reine Jugendbewegung und so was, so solche ganzen Sachen. Und alle Leute machen so 2-3 Jahre Politik, dann sind sie wieder weg und so. Das liegt ja auch daran, weil das Ganze sich eben nicht so anfühlt wie, okay, wir sind hier Teil von was Großem, ja, wir verändern hier die Gesellschaft, wir stehen in der Tradition von Leuten, die vor uns kamen und führen ihr Werk fort. Das hat ja alles Gründe, weil ja auch unsere Tradition halt vernichtet wurde und vorher gab es ja auch diese Erzählung viel stärker, ja, also es gab ja dann halt in der Weimarer Republik, wo es noch diese starke anarchistische Bewegung gab, da gab es eine viel stärkere, ja, diese Arbeiterkultur und Tradition, aus der es halt gekommen ist und wo das auch weitergegeben wurde, ganze Familien darin gelebt haben. Das sind ja alles Dinge, die wir an der kurdischen Bewegung ja auch faszinierend finden, wenn man dann auf kurdischen Demos geht und sieht, ja, wow, von klein bis groß, alle sind dabei.
das ist ja dann auch gelebt, diese Erzählung. Es ist ja nicht nur wie jetzt halt bei uns, was wir vielleicht so ein bisschen probieren, dann halt wieder so Tuchfühlungen zu bekommen, indem man jetzt zum Beispiel mal an die Märzrevolution im Ruhrgebiet erinnert, an die Bauernkriege. Das ist schon viel wert für mich. Wenn man dann halt rumreist, ich meine, vielleicht viele von euch fanden das doch auch cool, wo wir dann halt dieses Video gemacht haben zu den, wo es noch die ganzen Erinnerungssteine und Orte gibt, wo man an die Märzrevolution kommen kann. Das ist dann halt nicht nur ein Buch oder so, wo man irgendwie erzählt, ja, da haben wir ein paar Leute irgendwie ein bisschen das Ruhrgebiet befreit und so, ja, war ganz nett, was weiß ich, sondern du gehst halt wirklich hin und das ist halt etwas, was du auch dann erlebst ein Stück weit. Das sind halt nicht nur einfach irgendwie so, ja, das ist halt wirklich ein Stück Zeitgeschichte, ein Stück Kontinuität, wo du weißt, da hat sich halt was bewegt, da wurde halt was verändert, sind halt Menschen vor unsere Ideen halt, haben halt gekämpft und gestorben, ja, und das macht total viel mit dir, finde ich, wenn man sich darauf einlässt, so, und wenn man sich das jetzt überlegt als noch eine viel größere Erzählung, die viel lebendiger auch getragen wird von Tausenden von Menschen, von Zehntausenden, von Hunderttausenden von Menschen, die das wirklich leben, das ist dann auf einem ganz anderen Level, klar brauchen wir das, sonst ist eine, das ist ein ganz wichtiger Punkt für einen revolutionären Prozess. Und ich glaube, in dem Fall nimmt das auch das vorweg, was wir ja auch in unserer Folge 100 angesprochen haben. Mhm. Die eigenständige Identität und revolutionäre Kultur einer Übergangsgesellschaft. Mhm. Ein Mythos, der eigentlich schon da reingetragen wird. Und ich glaube, und da kann man ja auch mal jetzt da reingehen, weil ich glaube, Bold Anarchist hat es hier schon reingeschrieben, das, was natürlich, wenn man so darüber redet, viele Linke in Deutschland dann auch sagen, ja, verstehe ich schon, aber irgendwie fühle ich mich dabei so ein bisschen unwohl. Und gehen wir doch mal wirklich... Gut, aber das ist halt die Primärkritik von auf 99% der Sachen, die... Genau, ja. Aber gehen wir doch mal da rein, was dieses Unwohlsein ist. Ja. Und ich würde behaupten, dieses Unwohlsein, jetzt mal hier so eine Ferndiagnose, das kommt davon, dass es dabei um deutsche Identität geht. Das ist eigentlich der Kern davon, wenn wir darüber reden. Weil, wenn es eben um die Betrachtung der kurdischen Bewegung geht oder diese ganzen deutschen Revolutionäre, die auch super viel für Nordirland übrig haben und es irgendwie so cool finden und dann irgendwie auch nach drei Guinness dann im örtlichen Irish Pub, der auch eine Celtic-Fahne hängen hat, dann die Irish Rebel-Songs angemacht werden, dann auf einmal auch mit einstimmen können, sich denken, wow, das ist irgendwie voll cool, die haben ja voll die revolutionäre und widerständige Kultur und diese lange und coole Erzählung, fühle ich mich irgendwie doch, aber wenn jetzt irgendwie hier mit Deutsch, finde ich irgendwie schon schwierig, da fühle ich mich schon ein bisschen unwohl bei. Und es geht dabei wirklich darum, dass man natürlich einfach sich sehr wohl dabei fühlt, weil man nicht diesen Widerspruch dann auch gleichzeitig zu der Problematik von eben einer nationalistischen Identität aufmachen muss, wenn man diese ganzen Bedarfsgefühle auf eben eine ausländische revolutionäre Bewegung projiziert. Und ich glaube, deutsche Linke sind die ganze Zeit auch dann wieder in diesem Kreislauf gefangen, immer da drauf zu gucken, darüber dieses Bedürfnis zu stellen, über kurdische Bewegung, über irgendeine andere Diaspora-Bewegung, wo sie sagen, wow, da läuft es irgendwie so toll und das ist irgendwie so verankert da vor Ort. Aber nie dann da rauskommen und immer bei der Betrachtung von, eigentlich bräuchten wir das hier auch, dann wieder dazu kommen, boah, irgendwie fühle ich mich da unwohl und eigentlich will ich das auch nicht so, weil da muss ich mich ja dann doch irgendwie in diese ganzen Widersprüche begeben. Weil natürlich ist es so, dann haben wir auf einmal diese merkwürdige Situation, in der man sich vielleicht dann auch auf irgendwelche Teile der deutschen Geschichte bezieht, die dann auch von einem konservativen Nationalisten irgendwie als Bezugnahme gewählt werden, als was weiß ich jetzt, nationaler Befreiungskampf, Teil unserer glorreichen Geschichte oder so. Aber es liegt ja auch daran, dass alle historischen Momente auch in der deutschen Geschichte einfach umkämpft sind von rechts und links. Da gibt es ja so viele Beispiele, wo man das sagen kann. Mhm. 1848 oder 49, so. Gute Beispiele von Revolution, wo es auch Anteile von Strömungen gibt, auf die wir uns beziehen würden, die an Kämpfen teilgenommen haben, die aber trotzdem absoluter Gründungsmythos auch heutzutage noch für viele rechte Gruppen sind. Und die Liste kann man endlos weiterführen. Deutsche Bauernkriege. Gibt es auch etliche Rechte, die da auch, sagen wir mal, das als jetzt irgendwie einen großen Ausdruck des widerständigen Charakters des deutschen Volkes sehen. Der größte Bauernaufstand in der Geschichte der Menschheit.
sagt man zumindest. Sicherlich auf jeden Fall eine der größten. Zapata, auch ein gutes Beispiel. So, und aber jetzt nicht für die deutsche Geschichte. Aber es ist nun mal so, man muss sich halt, wie bei so vielen anderen Sachen, in diesen Widerspruch auch bei der Identitätsbildung reinbegeben. Ja. Weil wenn wir mal wirklich in uns gehen, dann, solange man jetzt nicht irgendwie ein abgebrühter GSPler ist, so, und komplett gefühlskalt auf die Revolution und so ein Zeugs draufschaut, dann stellt man fest, dass es notwendig irgendwie diese Identitätsstiftung und diese Mythosstiftung braucht. Und da muss man sich nun mal auch dann einfach, wenn man sich das bei anderen anschaut, dann auch in dieses schwierige Fahrwasser begeben und diese Widersprüche aushalten, die dann auch diese Herausbildung von der deutschen revolutionären Identität bedeutet. Und dann ist es auch in Ordnung, wie bei so vielen Sachen, wenn man sich manchmal unwohl fühlt. Weil dessen bedarf es dann auch, um, sagen wir mal, auch mal über sich hin selber hinauszuwachsen. Ja, Nightman, das hat es auf jeden Fall ganz gut zusammengefasst, revolutionäres Ersatzsubjekt. Und für mich ist das dann auch immer so ein bisschen wie so eine Art Urlaub machen von so deutschen Linken in so diesem, boah, da hat irgendwie wer eine ganz emotionale Rede gehalten, wow, das hat mich so bewegt, oder oh, ich war im kurdischen Zentrum und habe da mitgetanzt, das war so ein schöner Abend und all diese Sachen. Und dabei fällt den Leuten halt gar nicht auf, so, ja, und dann guckt man auf seine eigene Kultur und ja, okay, was ist denn unsere Kultur hier von unserer Szene Linken? Ja, wir haben halt irgendwie eine Kneipe, wo wir uns freitags mal vorlaufen lassen. Ja, geil halt. So, und dann anstatt halt dann immer Urlaub darin zu machen, ist es doch dann die Aufgabe halt sowas für auch uns selbst zu entwickeln, so. Möglicherweise könnte das die Idee sein. Aber about Anarchist, ich glaube, es ist nicht nur jetzt eine Kontinuität von so Arbeitskämpfen oder so, sondern es ist halt weit mehr. Also, so würde ich es schon sehen, dass es halt, das ist ein Aspekt davon. Ja, Sadi, auch nochmal Grüße an dich ins Krankenhaus. Du hast ja das einmal alle ganz viel Liebe an Sadi weitergeben. Stimmt, ja. Ja, Sadi hat ja Bein gebrochen und ist ans Bett gefesselt und jetzt auch noch einen schnarchenden Nachbarn. Also nochmal auch hier über den Weg. Alles Liebe für dich, dass du ja bald wieder auf die Beine kommst. Das kann man dann wortwörtlich so sagen, ja. Stell uns einfach sehr laut. Vielleicht wird der Typ ja wach. Kann er mit dir über Tage hören. Ja. Ja, alle Liebe in den Chat für Sadi. Ja, komm jetzt einmal alle Liebe raus hier von euch. Er braucht's. Genau. Ja, sehr gut. Das ist eine Community. Wir merken schon, wie Sadi sich bestimmt besser fühlt. Ne? Guck mal, aus einem Herz wurden drei. Ja, und Nightmare, du fragst noch, ob die Kollektividentität über die Klammer der Nation gebildet werden muss. Ist das der Bezugsraum, über den das dann funktioniert? Ich würde sagen ja und nein. Also ich glaube, gerade für so eine deutsche revolutionäre Identität kann man sicherlich auch weiter hinaus auf den deutschsprachigen Raum schauen. So. Ja, das ist jetzt... Linker Konservatismus. Wir geben uns noch schwierigeres Fahrwasser. Weil es natürlich mit einfach anderen Teilen, jetzt beispielsweise Österreichs, dann auch eine gemeinsamere Geschichte gibt. Schweiz nehme ich jetzt mal da raus. Warum? Ja, weiß nicht. Die haben halt größtenteils ihr eigenes Süppchen gekocht. Und ich glaube, dass es da natürlich auch viele Aspekte gibt, die kulturell raumübergreifend sind. So. Also über die nationalen Grenzen hinaus. Natürlich gibt es sicherlich auch Aspekte dann in umliegenden Kulturen rund um die BRD und Österreich, wo man dann sagen kann, da gibt es dann auch irgendwie einen Bezug drauf. Aber es ist nun mal so, dass viel von dieser Identität dann eben auch über das, was dann national überliefert wird,
gemacht wird, was die Leute als ihre eigenen Aspekte ihrer Kultur und ihrer Identität begreifen, worüber man dann natürlich auch wieder einen Bezug auf die revolutionären Aspekte davon schaffen kann und daraus dann eben eine revolutionäre sozialistische Kollektividentität bildet. Das ist nun mal so, dass viel dann einfach über nationale Historienbildung und natürlich auch über zunehmende nationale Homogenisierung gemacht wird. Das heißt aber nicht, dass es nur darüber laufen muss. Es gibt natürlich, und das ist ja auch ganz wichtig, aber ich glaube, gerade daran mangelt es eigentlich nicht, ein internationales Bewusstsein als eine Bewegung. Dessen, woran es ja wirklich mangelt, dessen es bedarfs, ist dann eben eher dieser sehr lokale Bezug. Und ich weiß, dann gibt es auch immer ganz viele Leute, die sagen, ja, aber da können wir doch vielleicht eher so lieber so ein bisschen lokal und regional machen. Und natürlich ist das auch so. In Deutschland haben wir sowieso recht ausgeprägte regionale Identitäten noch, keine Frage. Aber ich glaube, um, sagen wir mal, wirklich so eine übergreifende Bewegung hier in dem deutschen Kulturraum zu schaffen, da brauchst du dann auch einfach wirklich diesen Bezug auf da auch eine geteilte Tradition und da dann auch eine geteilte revolutionäre Identität. Ja, aber es ist auch kein Widerspruch, beides zu haben. Also auf der einen Seite halt so einen starken Bezug auf das, was es halt an revolutionärer Geschichte in Deutschland und deutschsprachigen Raum halt gab und was man daraus halt herausbilden kann, ja. Und auf der anderen Seite halt so einen starken internationalistischen Bezug auf alle Teile der Welt zu nehmen, weil das geht natürlich darum, dass es ja immer Teil unserer Erzählung und unserer Idee ist, ja, dass es halt um Arbeiterinnen aller Länder vereinigt euch geht. Das ist ja eine Grunderzählung von der Linken, die wird auch immer bleiben und die ist auch immer richtig und die ist auch immer spannend. Und natürlich soll das nicht heißen, dass wir nicht mehr uns bereichern lassen sollen und nicht mehr auch das mit in unsere Erzählung einspinnen sollen, dass es auch diese ganzen anderen Revolutionsversuche, diese ganzen anderen rebellischen Bewegungen auf der Welt natürlich gibt. Nicht. So, das ist ja immer eine Kombination aus beiden dann. Nur an dem einen fehlt es halt mehr als an dem anderen, sag ich mal, weil wie das zum Beispiel Sadi auch gerade geschrieben hat oder Neid oder Negativland, ich weiß es gar nicht. In Deutschland wird halt, also die Deutschlandisten reden halt viel über die spanische Revolution im Vergleich zu den, den Spanischlandisten dann fast schon. Und das drückt ja dann schon viel aus. Okay, das dazu. Ich würde vielleicht noch was nochmal diesen Punkt der anarchistischen Ethik nochmal ansprechen wollen. Dann sprech den mal an. Weil das fand ich jetzt auch nochmal, man sieht richtig, es gibt richtig viel her, diese Folge von so Auseinandersetzungen. Das fand ich auch nochmal das Gute auch für mich selber an der Folge, wie ich dann so gemerkt habe. Weil mit dieser anarchistischen Ethik, was ich dann so aufgemacht habe, was mir so aufgefallen ist, ja, dass es dann so stark hervorgehoben wurde und wo ich den Eindruck hatte, dass davon dann sehr viel übernommen wurde. Das fand ich dann auch wieder interessant, weil wir sind ja hier sehr, sehr stark materialistisch ausgerichtet. Und ich finde das auch richtig, ne? Und das ist auch, und das fehlt auch dann, und das ist ja auch das, was wir häufig dann auch reinbringen wollen, halt in die anarchistische Bewegung und in die Linke generell, dass man halt eine materialistische Grundausrichtung halt hat. Weil wir halt eben das als so eine Grundproblematik sehen, dass es das zu wenig gibt. Aber ich fand dann trotzdem halt auch, ja, Aspekte dann, also das heißt nicht, dass wir keine ethische Vorstellung haben oder dass wir das aufgegeben haben, diesen Punkt. Das heißt es ja nicht, aber trotzdem fand ich nochmal in dieser Ethik, die sich halt in diesem demokratischen Konföderalismus herausgebildet hat, echt Aspekte nochmal besonders interessant einfach, so wie die halt aufgemacht wurden und auch diese Unerschütterlichkeit davon, das ist auch so ein Punkt, weil das war, glaube ich, im historischen Anarchismus auch sehr stark, also einfach dieser, das haben wir auch schon oftmals dann kritisiert, so dieser totale Glaube an das Gute im Menschen, so, das war halt oftmals recht stark im historischen Anarchismus. Und das wirkt auch, wenn du das dann so liest und so, ne, das wirkt auch immer sehr unerschütterlich. Und genau diesen Eindruck hatte ich jetzt auch in der Aufnahme, so diese unerschütterliche Glaube an diese Form der Ethik, die sich im demokratischen Konföderalismus herausgebildet hat. Das hatte auch was für sich und das hat auch so eine eigene Stärke und das bildet dann, denke ich, auch materielle Verhältnisse um,
da bin ich auch der Überzeugung davon, dass halt, wenn du das dann auch in so einer Region wie Roggewald wirklich so entschlossen lebst, wenn das halt von so vielen Tausenden von Menschen so entschlossen wie von dem jetzt Genossen gelebt wird, dann schafft das auch andere materielle Verhältnisse. Ne? Das fand ich halt nochmal so als Gedanke auch interessant, ohne jetzt nur darauf setzen zu wollen. Ja, also ich glaube auch, dass es eigentlich so ein bisschen ist, wie Sadi das auch beschreibt, dass das ähnlich ist, wie man vielleicht auch sich vor allem früher nicht so stark institutionell durchgesetzte Religionen vorstellen kann, wo Leute eben ein geteiltes ethisches Grundwerk haben. Ja. Dass das natürlich unfassbar viel ausmachen kann und dass sicherlich auch einiges von dem, was wir dann in Bezug auf die ökonomische Basis kritisiert haben, wie das jetzt rechtlich in Rojava geregelt wird, wie das organisiert wird, auch teilweise ersetzen kann. Ich glaube, dass es nicht maßgeblich die Verhältnisse revolutionär umstürzen kann. Ja. Ich glaube aber, dass es natürlich sehr viel vor Ort mindern kann und sicherlich auch manche Umformungsprozesse, die vielleicht vor sonst mit viel Gewalt durchgesetzt werden müssen, langsam vorbereiten kann. Das auf jeden Fall. Und ich glaube auch, das ist was man nicht bei der ganzen Kritik, die es auch hier dann in der westlichen Linken gibt, irgendwie komplett verwerfen sollte. Weil es ist natürlich so, dass man sehr leicht auch umschwenken kann, wenn man aus der radikalen Linken in Deutschland kommt. Das ist sicherlich auch ähnlich in vielen anderen Ländern und dann viel mit dieser subkulturellen Szene Linken konfrontiert ist, die so einen ganz eigenen, wir haben ja auch eine absolut eigene Ethik, die in linken Räumen hier gelebt wird. Nur ist es so, dass die meisten Leute sehr stinkig dem gegenüberstehen, sehr viele Probleme darin sehen, viele Probleme, die wir ja auch schon angesprochen haben, und dass es eine sehr starke Kritik davon gibt. Was aber da natürlich das Schöne ist, wenn viele Leute dann auf Rojava schauen und sich beispielsweise die veränderte Rolle der Frau anschauen. Diese starke Kameradschaftlichkeit vor Ort, dass alle Leute, also nicht alle Leute, aber so ist natürlich dieser Blick, den es dann da drauf gibt, dass die Leute sich alle als Freunde sehen, als Brüder und Schwestern im Geiste und es eine starke Solidarität untereinander gibt, eine starke Achtung der gegenseitigen Selbstverwaltung. Diesem gemeinsamen Gefühl, ich möchte den anderen jetzt nicht übers Ohr hauen, weil wir arbeiten hier zusammen an was Gutem. Das ist ja vielleicht sogar was eigentlich das ist, was viele Leute so begeistert. Also das ist ja auch, was man dann immer wieder sieht, wenn man historisch in diese Revolutionsberichte schaut. Ja. Also George Orwell, wenn er dann in Katalonien war, was ihn tief geprägt hat, was Leute dann immer anführen. Oder auch Leute, die in der Anfangszeit der Sowjetunion unterwegs waren, davon berichten. Das sind ja selbst so Sachen, heutzutage Reiseberichte von Leuten, also solchen, die nicht jetzt komplett negativ verfasst sind, von Westdeutschen, die nach Ostdeutschland kamen und vielleicht auch tatsächlich schöne Elemente im Sozialleben da wahrnehmen. Wie gesagt, es gibt natürlich auch viele eher negative Berichte dann darüber und Sachen, die das verteufeln wollen. Aber das sind ja alles so Beispiele von Leuten, die aus dieser stark individuell geprägten und teilweise auch politisch extrem fragmentierten Gesellschaft hier vor Ort kommen und dann auf einmal da reingesetzt werden in eine Region mit einer ganz anderen Ethikvorstellung, wo eben diese ganzen Sachen, die man vielleicht auch immer vor sich herträgt, tatsächlich gelebt werden. So wie viele sich das hier wünschen und wie sie es dann aus den linken Räumen nicht kennen und diese gelebte Ethik dann eher kritisieren. Ja, für mich ist halt, genau, also ich glaube, das ist halt eine notwendige und auch eine einfach stattfindende Erscheinung innerhalb von Revolutionen, das passiert einfach, weil anders geht es ja auch gar nicht. Also die Menschen fühlen sich dann ja auch nah beieinander. Für mich ging es halt einfach nur darum, dass, was ich dafür mitnehme, ist, dass, ich meine, wir probieren ja halt auch immer so viele Sachen halt, wir haben ja so eine Mischung letztendlich aus analytischen Sachen, aus auch emotionalen Sachen. Wir bringen ja alles so ein bisschen zusammen bei uns auch im Projekt. Aber sowohl bei uns
in abgeschwächter Form, aber auch halt noch in ganz anderer Form jetzt bei sowas wie 99:1 oder anderen linken Podcast-Formaten, wenn du da mit was Idealistischem kommst oder mit irgendwie einem einfach nur einer ethischen Vorstellung von irgendwas kommst, dann bekommst du direkt halt eine gepfeffert, so, ja, mach mal ein Argument draus, jetzt wird es zwar moralisch hier oder was weiß ich. So, und das nehme ich einfach nur mit, dass das halt eine eigene Stärke halt in sich hat, wo man manchmal auch gar nicht, wo man halt das auch dadurch zerstört einfach. Man zerstört es halt dadurch, dass man immer alles probiert zu verargumentieren, immer alles zu probiert auf den Boden von der absoluten Realität halt zu bringen. Und das nehme ich halt einfach nur wieder so daraus mit, als so eine Erfrischung von meiner eigenen anarchistischen Moral, ohne dass jetzt, wie gesagt, man muss manchmal das auch machen, manchmal ist es auch richtig, sowas einzudämmen, aber man muss es halt nicht immer machen, weil dann zerstört man es halt. Ja, ich glaube, das gefällt Sadi, yes. Ja. Katholizismus. ja, am Ende des Tages ist es, glaube ich, auch so, man darf halt diese ganzen Aspekte, die wir jetzt angesprochen haben, seien es die ethischen Sachen oder auch vor allem diese mythologischen Aspekte, die sollte man nicht in die wirklich einfach trockene, historische, materialistische Betrachtung einer Sache, einfach wirklich diesen analytischen Blick darauf einfließen lassen. Was man aber durchaus bei all den Sachen irgendwie, schaue ich mir jetzt an, wie steht's eigentlich um den geplanten deutschen Haushalt? Sollte ich trocken? Sollte ich analytisch draufschauen? Ja. Genauso wie diese ganzen historischen Betrachtungen. So, wir wollen ja auch nicht irgendwie jetzt auf den spanischen Bürgerkrieg schauen und uns da irgendwie dann den Leuten da einen vom Pferd erzählen oder so und irgendwie, was weiß ich, und bei den Anarchisten war alles tutti frutti und dann kamen irgendwie die Horden des Bösen da aus Madrid, Mordor oder was auch immer und wollten irgendwie guten Männer der katalonischen Mittelmeerküste dann da irgendwie überfallen und das Gute in der Welt vernichten und die Dunkelheit hätte dann gesiegt oder was auch immer. Aber ich glaube, was bei diesem das gefällt auch negativ. was bei diesen ganzen trockenen Analysen und auch, sagen wir mal, ja, daraus fließenden wichtigen Erkenntnissen für die eigene Praxis nicht vergessen werden darf, ist, dass es ohne einfach diesen Mythos nicht gehen wird. So funktionieren menschliche Gesellschaften, so funktionieren politische Bewegungen nicht. Dessen bedarf es nicht nur, sondern das folgt notwendig. Das wird immer passieren. Und ich glaube auch, das ist auch einer der Aspekte, warum ich viele von diesen religiösen Sozialismen so interessant finde. Warum ich spannend finde, wenn du dann irgendwie in die Geschichte der iranischen Revolution schaust und es auch, sagen wir mal, emanzipatorische Verständnisse und Versuche gab, so eine schiitische Revolutionsideologie mit Sozialismus zu verbinden. Wenn man sich dann anschaut, was es für katholische Ansätze gab, die Religion, den ganzen Mythos, die gelebte Kultur vor Ort mit einem sozialistischen Konzept zu verbinden, dann ist, glaube ich, das, was ich daran so spannend finde, ist, dass ich das Gefühl habe, dass diese Tradition des Sozialismus ehrlich darauf blicken und das einfach anerkennen und nicht nur wissen, dass man das in diese Begriffe kleiden kann, um den Leuten das verständlich zu machen, sondern dass das dann auch direkt eine ganze gelebte Kultur vorgibt. Da will ich jetzt nicht sagen, dass ich mich absolut unkritisch auf diese Konzepte beziehen würde. Und ich glaube, das ist wirklich was man auch wieder lernen muss und was man mitnehmen muss bei dieser ganzen trockenen analytischen Betrachtung, die absolut richtig ist, dass wir, wenn die Leute dann mit so einem Mythos ankommen, mit einer großen Erzählung, man einfach anerkennen muss, dass das notwendig, sobald wirklich eine revolutionäre Bewegung Fahrt aufnimmt, folgen wird. Ja, und dass man das auch, ohne dass wir das, also ne, wir reden ja viel darüber, so auch als so ein Punkt von, ja, das braucht es auch als Notwendigkeit und auch aus so einer analytischen Perspektive, das braucht es halt und so. Aber das ist einfach, weil es halt ja auch was ist, was man nicht einfach so am Reißbrett halt plant, ist es halt was, worauf wir uns alle halt auch, gerade aus hier als deutsche Anarchisten, die halt irgendwie ja dann noch irgendwie eingefahrener manchmal, denke ich, sind als jetzt, was weiß ich, in anderen Ländern, wo es halt noch eine lebendigere Kultur und so wie in Spanien oder so gibt,
Man muss sich einfach darauf einlassen. Also man muss einfach, ich denke, wir sprechen halt viel darüber, weil es einfach auch darum geht, sowas, dass man halt sich darüber Gedanken macht, aber auch, dass man das halt auch fühlt und zulässt und halt da auch Barrieren zu Dingen abbaut, die einfach nicht sein müssen. Und wo man dann halt auch zusammen wieder was entwickelt und einfach erstmal überhaupt offen dafür ist, dass sich sowas wieder entwickeln kann, organisch. Weil wenn man halt so eine grundsätzliche Blockade dagegen hat, egal aus welchen Gründen jetzt auch immer, da gibt es ja x Gründe, die wir auch schon benannt haben, dann kann sich das auch gar nicht aufbauen. Ja. Aber Nightmare, du hast ja jetzt schon zwei Fragen gestellt zu, machen wir noch was zu Genealogie und zur Ökonomie nochmal speziell von Rojava. Also sicherlich war es der Gedanke, dass jetzt die Folge, die wir jetzt gemacht haben, eher so eine Art von Beginn von Auseinandersetzung ist, auch wenn es dann jetzt keine richtige Einführungsfolge geworden ist. Aber natürlich haben wir das Ganze jetzt nur angekratzt. Und ich denke, als jetzt so dieser Talk heute, den ich nochmal wirklich richtig cool fand als Ergänzung für mich, und die Folge selbst war halt einfach ein guter Beginn, um dann nochmal so einen tieferen Start zu finden. Aber wenn sich das ergibt, dann werden wir natürlich noch was zu den ganzen Themen rund um den demokratischen Konföderalismus, Rojava und so weiter halt machen. Das hängt dann natürlich aber auch dann davon ab, was wir vielleicht für Gäste finden und was sich so entwickelt, weil ja, zu viel können wir dann ja auch selber zu wenig sagen. Ja. Auch interessant, Nightmare, mit Hubi generell, das wäre mal auch ein spannender Gast. Das stimmt. Vielleicht auch tatsächlich, weil ich das in der Folge selber, glaube ich, ja nicht ansprechen konnte. Ich glaube, da hatten wir die Empfehlung vom Gast, ne? Wir hatten gar keine Empfehlung dieses Mal. Hatten wir gar keine. Ich glaube, ich weiß nur, dass er, glaube ich, meinte, dass er gerne empfehlen würde, dass alle Leute die Primärliteratur von Öcalan lesen. Surprise! Meine ich zumindest. Aber deswegen vielleicht auch einfach nur, um das Ganze jetzt noch abzurunden. Ergänzend fand ich tatsächlich auch zu einigen der angesprochenen Punkte zwei Sachen ziemlich cool. Und das war eben einmal, das war auch, glaube ich, recht am Anfang meiner also so einer intensiveren Beschäftigung mit dem demokratischen Konföderalismus, war The Woman's War mit Robert Evans. Das ist der auch Behind the Bastards macht. Und ich glaube, das war auch recht am Anfang seiner so politjournalistischen Karriere gewesen. Da ist er nämlich auch nach Rojava gereist. Und finde ich, hat auch einige, also es ist auf Englisch, deswegen vielleicht nicht für alle Leute, aber für die der englischen Sprache mächtig sind, recht interessant, weil er wirklich einige auch der Aspekte, die wir heute angesprochen haben, nochmal intensiver angeht. Und ich fand auch tatsächlich seine Einschätzung recht gut, wo er dann eben auch sagt, dass es in seiner Sicht eben primär auch so ein radikal demokratisches und vor allem feministisches Projekt ist. Mhm, mh. Und er eben auch was wir viel zu wenig auch behandelt genau. haben, sowohl heute im Talk als auch. Ja, wir haben es immer wieder angeschnitten, aber ich glaube, dass es auch gerade für die Region vor Ort sicherlich in einigen Aspekten eine sehr richtige Charakterisierung. Von daher auch eine wichtige Ergänzung zu dem, was wir jetzt gemacht haben. Ja, also wie gesagt, kann man auch sehr gut durchhören, sind auch einige echt unterhaltsame Aspekte, einfach auch natürlich so ein Bericht dann aus eben einer bestimmten Zeit auch von Rojava und charakterisiert auch das reguläre Leben einfach ganz gut. So ein netter Reisebericht für die, die vielleicht so damals schon bei so was Mein Katalonien und Orwell Spaß hatten. Und das andere ist nämlich die Überwindung der kapitalistischen Moderne von Peter Schaber im Unrast Verlag. Und ich weiß noch, dass ich das damals, ich hatte schon immer so einen leichten Einblick in demokratischen Konföderalismus, aber das war nämlich, da waren wir in Münster auf der, was war das, dieser anarchistischen Tage oder und Unikonferenz ja, gewesen. Ja. Ich glaube, einer unserer ersten so richtig öffentlichen Auftritte mit unserem Stehtisch. Ja, das war witzig. Dem Aufsteller. Und da weiß ich noch, dass ich beim Stand vom Unrast Verlag dieses Buch auf Empfehlung des ich weiß gar nicht, doch, das war vom Unrast Verlag selber, von dem Verlagsmitglied dann eben da gekauft hatte. Und da muss ich auch sagen, das ist recht einfach verständlich, weil es ja wirklich sehr umfangreiche Literatur des demokratischen Konföderalismus gibt. Wird ja auch, glaube ich, von Black Mosquito selber vertrieben. Lohnt sich auch, die Primärliteratur da zu lesen. Habe ich auch einige Sachen
gemacht, aber das fand ich war wirklich ein sehr guter Überblick auf, ich meine, so circa 150 Seiten oder so, sehr einfach verständlich geschrieben, einfach ein grober Abriss des Konzeptes demokratischen Konföderalismus, kann ich auch auf jeden Fall in der weiteren Beschäftigung mit dem Thema nur empfehlen. Das wäre dann die Einführung in das Thema, die wir euch nur bedingt bieten konnten. Jo, dann lass uns doch nochmal eine Abschlussrunde zu auch allen möglichen Themen machen, also dass wir nochmal öffnen, wenn ihr noch andere Themen habt oder was ihr besprechen wollt, schreibt es einfach rein oder weiter über das Thema, aber dass wir dann jetzt nochmal 10 Minuten oder so nochmal eine Endrunde machen. Wo gibt es die Graswurzelrevolution? Wollt ihr nicht? Beim Unrast Verlag? Nee, die erscheint, wenn du das meinst, dann erscheint die im Eigenverlag. Graswurzelrevolution hat ja auch einen, ist ja auch selber ein Verlag, die bringen auch Bücher raus. Achso, in Münster. Ja. Graswurzelrevolution ist genauso wie Unrast in Münster. Dann war die Frage von dir, Sali, ob ich den Film schon geschaut habe mit dem Kirchenpropaganda. Ich bin tatsächlich nicht zugekommen, weil ich ja auch gerade umziehe. Es gibt so einen Film über die Spanische Revolution aus der Sicht der Kirche, Dorothea und Co. dann als, ich weiß jetzt nicht, ob sie als Satan dargestellt werden, aber auf jeden Fall negativ dargestellt werden. Und den wollte ich mir eigentlich auch noch geben, aber jetzt komme ich gerade nicht dazu. Ja, richtig, Nightmare. Graswurzelrevolution hat, glaube ich, auch ein Problem. Hat auch ein Problem, ja. Braucht mehr Arbeit. Wir haben generell ein Problem, ja. ja, Schweinelord, ist doch schön, wenn wir dich dann jetzt für die Podcast-Folge selber begeistern konnten im Anschluss. Ja, und Nightmare, die Praxis des demokratischen Konföderalismus im Iran und die soziale Bewegung vor Ort. Da muss ich tatsächlich sagen, ist auf jeden Fall die Region, mit der ich mich bei Weitem am wenigsten befasst habe. Eigentlich praktisch gar nicht. Und wo ich auch sehr wenig drüber weiß. Womit jetzt? Naja, es gibt ja auch im Iran. Was? Ich war gerade kurz abgeschwiffen. 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 Abgeschwifft. Ja. wie die Praxis des demokratischen Konföderalismus, ich denke mal der kurdischen Bewegung allgemein im Iran ausschaut. Mhm. Gibt es ja auch den Teil iranisch-Kurdistan. Danke. Geschweift. Ja, das ist das, was ich wollte. Hat sich Gelsenkirchen jetzt auch in Swiftkirchen umbenannt? Ja. Ja, also weiß ich einfach sehr wenig drüber und wie die Praxis da vor Ort ausschaut. Ist, glaube ich, auch, soweit ich das weiß, die Region, in der die Selbstverwaltungsstrukturen am stärksten zurückgedrängt sind im Vergleich zu den anderen Regionen. Und persönlich einfach das, wo ich am wenigsten drüber weiß, deswegen kann ich da auch nichts drüber sagen. Ja, wir haben auf jeden Fall diesen Sonntag ist der letzte Livestream hier in der Wohnung. Nächsten Mittwoch wird es dann einen neuen Austragungsort dieses Podcastes und dieses Livestreams geben. Und dann verändert sich auch vielleicht nochmal wirklich was am Hintergrund. Sind wir nämlich jetzt nicht mehr nochmal angegangen, aber wir wollten ja mal ursprünglich auch mit irgendwie hier so ein Brett nochmal reinmachen, wo wir dann verschiedene Devotionalien, wie zum Beispiel hier unseren deinen lieben Tod. Willst du nochmal die Hand nehmen und gucken, ob du einen allergischen Anfall bekommst? Nee, ich hatte ja diese EU-Folgenankündigung mit da, in der EU ging's. Sein oder nicht sein. Da haben wir uns eigentlich ganz gut vertragen. Ich habe mir auch tatsächlich in vielen Takes sehr lange in die Augen gestarrt. Ja. Auf jeden Fall auch, ich glaube, wir schaffen uns jetzt auch so langsam unseren Übertagemythos mit
heiligen Reliquien. Ja, also ich würde schon sagen, es gibt viele, viele gute Geschichten, die sich rund um Übertage gesponnen haben. Ich wäre schon okay, wenn der irgendwann mal in der Kirche in Brüssel landet. Eine Kirche in Brüssel? Warum sollte das denn passieren? Du meinst, dass das irgendwer da reinwirft oder durch die Scheibe, oder? Nein. Also das muss ich ja nochmal sagen, da werde ich echt sauer, wenn jemand ein Buntglasfenster kaputt macht. Vielleicht was ich noch nicht so stark nach außen getragen habe, aber ich bin ein riesiger Fan von Buntglasfenstern. Ja, verständlich. Ist ja auch mega schön. Ja. Ich habe nie was gegen Buntglasfenster. Und es gibt sogar sozialistische Buntglasfenster. Ja, ja. War mal in Belfast gewesen und da im Rathaus tatsächlich gibt es noch so Buntglasfenster, die die Streikgeschichte der Belfast-Dogs dann erzählen, wo dann so not as Protestants or Catholics, but as Belfast Workers United. Das steht natürlich mega geil. Gehen die beiden Communities so mit den Fäusten zusammen und halten die Fahnen für einen gemeinsamen Stell. Das hat mich tatsächlich einfach total überrascht, dass in diesem Rathaus, was für die meisten Leute wahrscheinlich auch so ein bisschen Ausdruck von Loyalismus ist, auf einmal so ein Positivbezug auf die Streikgeschichte war. Mhm. Ah, Quay liefert heute. Das gute Buntglas. Das ist auch was, ne? Falls irgendwer von euch vielleicht in einem... Oh, es gibt kein Video zu dreimonatigen, aber da muss ich nochmal dran. Ja, nein, mir das so recht. Also, falls jemand von euch zufällig in einem Buntglasfensterbetrieb arbeitet... Joshua möchte ein Buntglas-Porträt von sich selbst. Und hier das widerspiegeln möchte. Ja, ich wäre auf jeden Fall offen. Ja, ich glaube, bevor wir weiter abschweifen, machen wir für heute auch mal Schluss, ne? Ja, ich glaube, bevor wir zu dem Personenkult Incoming kommen, da müssten hier nicht 30 Leute zuschauen, sondern müssten mindestens nochmal 3 Nullen dahinter sein, würde ich sagen. Oder 2 Nullen zumindest. Ja. Aber danach gibt es auch kein Zurück mehr. Ja, eben. Also müsst ihr wissen, ob ihr das wollt. Das ist wie bei Dune, ne? Wenn man einmal so eine messianische Religion gestartet hat, dann kann man machen, was man will. Ne? Dann stehst du am Ende da. Wie auch der erzählt wurde, ne, mit Öcalan. Der hat immer versucht, eigentlich aus seiner Position rauszukommen. Und bei Stalin war es ja genauso. Ne? Tja, alles Mögliche. Am Ende seines Lebens, er wollte nicht mehr antreten. Ja. Er hat ja sogar den Leuten gesagt, ey, eigentlich bin ich okay damit, wenn ich nicht weiterhin Führer der Sowjetunion und Vorsitzender der Partei bin. Aber die Leute haben einfach weiter applaudiert und gesagt, wir haben den Genossen gewählt. Ist uns egal. Das scheint wirklich ein übliches Phänomen zu sein. Also, weiß nicht, zum Beispiel bei Ho Chi Minh war es auch so. Der meinte auch, ich will nicht verehrt werden. Und das habe ich dann in dem Moment erfahren, wo ich vor seiner Mumie da lag. Ich muss so sagen, das ist halt der ultimative Power-Move, ne? Wenn man zum Messias wieder willen wird. Das stimmt. Ja. Er hat sich sein Hirn für das Proletariat zerdacht. Das ist doch etwas, was jeder in seiner Todesurkunde stehen haben möchte, so wie Lenin, oder? Ja. Das ist, ich glaube, das kann man, vielleicht kann man von uns irgendwann sagen, dass wir uns fürs Proletariat im Mund fusselig geredet haben. Wenn du so übelst verdörrte Lippen. irgendwann fallen wir einfach so beide synchron hier so rauf. So, Leute. Ja. Wir machen Schluss für heute. Wir sehen uns aber Sonntag schon wieder mit einigen sehr spannenden Nachrichten. Oh ja, oh ja. Man kann schon mal eine Sache spoilern. Endlich die blaue Moschee verboten. Geil. Nicht das Gebäude, das ist ja wieder schön, ne? Ja, aber das, was dahinter steht. Das ist ja ein tolles Gebäude. So, Leute. Keine Architekturkritik hier. Nee, gibt's nicht. Das gibt's nicht. Ideologiekritik meinetwegen. Tschüss. Danke an alle, die dabei waren. In diesem Sinne, Glück auf. Glück auf.